You better get ready for Testosteron-Stammtisch. For your safety, please remain seated. Prepare yourself. In der roten Ecke, der stahlharte Stuhl. Michael, hier dein Style, der ist geil. In der blauen Ecke, der saukrasse Sascha. Ich penetriere mein Herz mit Liebe oder sowas. In der grünen Ecke, die eiskalte Eva. Ich fühle mich so furchtbar weiblich heute zwischen all diesen Männern. Das ist krass. Wir widmen uns heute einer der elementaren und schwierigsten Fragen der Menschheit. Pures Testosteron, dreimal Nicolas Cage in den 90ern. Und der Frau ist nicht aufgefallen, dass der Penis anders aussieht. Überall fliegen Tauben raus und man kann sich vor wie auf einer Zaubershow. Er ist halt homophob. Aber ist halt schon Fan. The Rock. Conan. Face Off. Who will win? Endlich ist es soweit, die zweite Folge des Testosteron-Stammtisch. Lange hat's gedauert, fast ein ganzes Jahr, aber ihr habt es nicht anders gewollt. Oder schon, ich weiß es nicht, aber egal. Heute gibt es das ultimative Cage-Match, denn wir widmen uns heute einer der elementaren und schwierigsten Fragen der Menschheit, des Lebens, so wie Hund, Katze oder Pferd oder Stones, Beatles oder... Niemand. Wenger Boys oder das, egal, McDonald's, ja. Burger King... Oder Wienerwald. Egal, wir besprechen heute The Rock, Con Air und Face Off. Und es freut mich sehr, dass ich das Team wieder zusammentrommeln konnte. Und wir haben wieder mit dabei in der roten Ecke das Tele-Stammtisch-Filmlexikon. Er hat sie alle gesehen. Er hat auch schon mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren Armdrücken gemacht und verloren. Aber das habe ich ihrem Vertrauen erzählt. Es tut mir leid, ihr habt ihn schon gehört, der stahlharte Stu. Hallo und ich liebe Pfirsiche. Genau. Bedeutig. Und wieder mit dabei in der blauen Ecke. Er hat nicht nur alle 80er und 90er Jahre Filme gesehen und kennt sie auswendig. Er hat ihnen auch einen eigenen Comic gewidmet namens Matt Eagle. Ja, freut mich, dass du wieder dabei bist. Der saukrasse Sascha. Das klang jetzt aber arg an den Haaren herbeigezogen. Ja, aber ich muss sagen, auf die Frage, was ist das? Das ist ein Stein. Ja, mit den Alliterationen muss ich noch üben. Naja, aber wir haben diesmal einen Special Guest uns noch mit dazu geholt. Denn in den Kommentaren, wir haben ja unendlich viele Kommentare gekriegt auf die letzte Folge. Und da hieß es auch, das war eigentlich schon fast ein bisschen zu männlich. Und wie jeder gute Actionfilm braucht auch jeder gute Podcast eine starke Frauenfigur. Genau. Deswegen freut es mich sehr, dass heute unsere Runde in der grünen Ecke die eiskalte Eva. Hallo. Oder ja. Suchst du noch ein anderes Adjektiv? Die einzigartige Eva. Oh. Ist doch schön. Krass, ich fühle mich so furchtbar weiblich heute zwischen all diesen Männern. Das ist krass. Ja, das Gute ist, dass wir ein Audiopodcast sind und dich deswegen nicht auf dein gutes Aussehen reduzieren können. Dabei habe ich noch nicht keine mal Perlenohrringe, aber trotzdem dabei. Die habe ich an, kein Problem. Oh. Gut, dann haben wir die Runde schon mal vorgestellt. Wie geht's euch? Habt ihr Bock? Also mein Testosteron ist gerade, also am Überbrodeln. Also mir wachsen gerade Brusthaare noch und nöcher. Eva, bei dir auch? Mir fallen die Haare aus vor lauter Testosteron. So. Ja, das können wir dann auch nochmal klären, wie das genau mit dem Testosteron ist. Das machen eine extra Arztfolge, Arztfilme vielleicht. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt mit der Filmbesprechung loslegen und das jetzt nicht ins Wissenschaftliche, aber wir können mit einem Philosophie-Quiz anfangen, das mir sehr am Herzen liegt. Von Zeit zu Zeit muss der Baum der Freiheit mit dem Blut von Patrioten getränkt werden oder gestärkt werden. Von wem ist dieses Zitat? Donald Trump. General Hummel, oder? War es nicht Rock? Ja, die Hummel war es, ja. Würde ich auch so sagen. Aus welchem Film? Thomas Jefferson, Leute, Thomas Jefferson. Ja, Thomas Jefferson ist der General Hummel des kleinen Mannes, ist okay.
Und was entgegnet ihm James Bond? Patriotismus ist die Tugend der Bosheit, laut? Ja, Mason, Sean Connery. Oscar Wilde, Mensch, ach, ihr habt... sag mal, ganz ehrlich, du hast dich zusammengetrommelt für pures Testosteron, für dreimal Nicolas Cage in den 90ern und du kommst jetzt mit Thomas Jefferson und Oscar Wilde, nur weil irgendwelche Spacken in irgendwelchen Filmen das erwähnt haben. Also schwulen Poeten. Ich habe mir gestern nochmal The Rock angeschaut. Ich habe mir gestern The Rock nochmal angeschaut und ich wollte halt jetzt das mal auf so einer philosophischen Note hier starten. Man kann bei diesem Film... Den Film eigentlich gesehen in der Vorbereitung für diesen Cast? Ich habe das Gefühl, du guckst ihn alle drei Tage an. Dreimal, ja. Okay. Ach komm, das ist einfach... Egal. Mit dem würde ich sagen, fangen wir auch an. Wir gehen einfach chronologisch vor. Wir fangen an mit The Rock. Wer will denn von euch mal kurz erklären, worum es da geht, Fakten zusammenkehren? Ja, The Rock ist die Lebensgeschichte des Wrestlers Dwayne Johnson. Nein, Quatsch. The Rock ist ein Actionfilm aus dem Jahre 96, oder? 96. Ja. Von Michael Bay. Es war sein zweiter Film nach Bad Boys. Ja, und es geht halt darum, dass ehemalige Militärs die Gefängnis oder ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz übernehmen und als Stützpunkt benutzen und die freie Welt oder die Stadt Chicago mit Giftgas bedrohen. San Francisco bedrohen, weil sie halt so gewisse Forderungen haben und natürlich will man auf diese Forderungen nicht eingehen. Problem ist aber, Alcatraz, wie kommt man da rein, ist ja auch irgendwie blöd und deswegen wird ein alter Ausbrecherkönig rekrutiert, frisch aus dem Knast. Der wird gespielt von Sean Connery. Und er geht dann mit ein paar Marines und Nicolas Cage, der halt irgendwie so ein Giftgas-Experte ist, nach Alcatraz rein. Und ja, irgendwann sind aber nur noch Nicolas Cage und Sean Connery übrig. Und dann müssen sie halt versuchen, diese Ex-Marines aufzuhalten. Und das ist im Groben halt The Rock, oder wie im Deutschen heißt, The Rock. Fels der Entscheidung. Mhm. Ja, Sascha, wie oft hast du den Film gesehen? Ich glaube, in den 90ern unendlich mal und seitdem genau noch ein einziges Mal. Also es ist einer dieser Filme, die in den 90er Jahren irgendwie für sich recht gut antizipiert wurden von mir, antizipiert irgendwie wahrgenommen wurden, aber jetzt irgendwie mich tatsächlich jetzt nicht, der ist nicht in meinen dauerhaften Kanon aufgenommen. Aber ich habe mich gefreut, als du sagtest, wir machen was über Nicolas Cage und über diese Filme, mir diesen Film nochmal zu Gemüte führen zu dürfen. Und ich muss sagen, der hatte ja auch einen, wie ich finde, recht ambivalenten Bösewicht. Mhm. Nämlich der besagte General Hummel, der ja das Ganze nicht verbricht, weil er sich selbst persönlich bereichern möchte, sondern er hat so viele seiner Jungs im Einsatz sterben sehen und die Familien waren halt nicht so richtig versorgt. Und er tut das eigentlich für die Leute, die ihr Leben im Dienst für ihr Vaterland mehr oder weniger geopfert haben. Also durchaus hehre Ziele. Damit die ein Militärbegräbnis bekommen, was ihnen sicher wichtig ist, wenn sie tot sind. Irgendwie sowas, ja. Genau. Ja, und er will ja mit dem Geld, was er da erpresst, will er ja die Familien, die Hinterbliebenen entschädigen, ne? Ja, früher nimmt man Aircraft ein, heutzutage hätte man eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Oder eine Fund-Me-Kampagne. Genau. Ja. Eva, du hast den Film ja das erste Mal gesehen, ne? Ja. War das jetzt der mit Sean Connery? Ich vergesse das alles. Ja. Alcatraz, Sean Connery, Giftgasraketen, General Hummel, Ed Harris. Ja, weil das ist ja natürlich immer sehr spannend. Ich habe den Film halt auch schon 20 Mal gesehen, glaube ich. Und wie gesagt, dazu kommen wir später. Aber jetzt würde es mich mal interessieren, deine Erstsichtung im Jahr 2020. Wie war das so? Ja. Von wann ist der denn nochmal? 96. Oder 95, oder war der nicht? 96. Ja, also ich fand den schon irgendwie unterhaltsam, vielleicht auf eine andere Art. Ich weiß nicht, ob ich es gleich zu meinen Eindrücken, also die haben jetzt wenig mit der Handlung zu tun. Ich glaube nicht, dass wir dann aneinander vorbeireden oder so. Nee. Aber, also ich fand ihn halt unglaublich patriotisch, was ich halt schon immer so ein bisschen kritisch finde. Und was sich halt so total durchzieht, ist immer die Frau als Moralinstanz. Und dass die Frau auch immer den Mann davon abhält, wichtige Sachen zu tun, weil der Mann hat immer ganz wichtige Sachen zu tun. Mindestens eine Stadt retten, drunter geht's nicht. Und also das sind so Märchen halt, so Selbstbeweihräucherungs-Eigenfantasien von Männern, die da irgendwie verfilmt werden. So, also fand es total interessant, aber ja. Und es war ja auch immer was los, irgendwas explodiert immer.
dann, was in Zeitlupe dann gefilmt wird, weil es so geil ist. Also ich, ja, genau, so viel zu. Und dann, mein Gott, die Frauen sind halt immer so komische kleine Hascherl, so Nebenfiguren, so ungefährliche. Also seine Freundin ist katholisch und schwanger und das ist ihr Problem, während er die Stadt retten muss. Also man sieht schon, wer hier der wichtige Typ ist und so. Und trotzdem lässt er sich dann dazu herab, irgendwie sie zu heiraten, nachdem er quasi erst bewiesen hat, wie männlich er ist, dann darf er das machen. Und noch schlimmer, seine Frau weiß die Beatles nicht zu würdigen. Nee, es waren gar nicht die Beatles. Das war ja, also das ist ja mein Hauptkritikpunkt am Film. Oh. Dass sie wohl irgendwie nicht die Rechte bekommen haben, irgendwelchen Beatles-Song zu spielen. Und da wurden ja erst die Beatles angekündigt und dann wurde so ein, naja gut, das ist jetzt ein, machen wir vielleicht mal einen Musikcast. Auf jeden Fall war das ja so eine Fake-Klischee-Beatles-Song. Der wo er dann mit der Gitarre bei sich zu Hause sitzt und ein bisschen klimpert und im Hintergrund läuft dann irgendwas anderes, gell? Ja, stimmt genau, schon. Genau, ja. Da könnte ich jetzt eine Stunde drüber einen Monolog halten. Ja, ich habe den Film auch wieder gesehen und also was mir immer als erstes auffällt, ist, wie geil ich die Musik finde. Also wo General Hummel da im Regen auf den Friedhof geht zu seiner Frau und dann sagt, was immer geschieht, denke nicht schlecht von mir. Untermalt von dieser glorreichen Hans Zimmer Musik. Ach Gott, unglaublich. Ich habe euch gestern noch einen Link geschickt, hier für alle Zuhörer. Kennt jemand von euch die Band Children of Bodom? Ja, leider. Nein. Ja, die waren damals gut. 90er, Anfang 2000er Nein, fand ich die nicht. Richtig gut. Damals eine ganz großartige Pionier im Metal-Bereich. Mittlerweile leider kacke, würde ich sagen. Aber die haben in dem Song, welcher Song war das nochmal? Bodom After Midnight? Ich weiß es nicht. Haben sie ja sogar. Children After Midnight, irgendwie sowas. Genau, in irgendeinem Song, den habe ich euch gestern noch geschickt. Welcher war das? Egal. Sogar gehört habe ich den. Ja, genau. Und da bei 2:02 kommt dieses Rock-Thema, haben sie da total. Bodom After Midnight, hast du recht. Genau, stimmt. Könnt ihr mal reinhören, ganz spannend eigentlich. Naja, egal. Schweife ab. Ja, aber doch, vielleicht bevor es mit den Filmen losgeht, eigentlich müssten wir mal kurz noch ein Wort über Nicolas Cage verlieren. Ne? Das ist ja das Bindemitglied zwischen diesen drei Filmen. Oh ja. Der Hauptdarsteller, den wir jetzt sozusagen rein im Actionfach besprechen, der in den 90er Jahren ja den sensationellen Run als Schauspieler hatte. Ich meine, 1994 bekam der für Leaving Las Vegas einen Oscar oder 95 irgendwie sowas. Und war also durchaus in mehreren Genres daheim. Der hat in den 80ern mit der Cher in diesem Film Mondsüchtig, genau, hat er gespielt. Da hat die Cher, glaube ich, einen Oscar für gekriegt. Er hat in dem tollen Film von den Coen-Brüdern Arizona Junior hat er die Hauptrolle gespielt. War Mitglied vom sogenannten Brad Pack, dieser Jugendgang, junge Schauspieler in den 80er Jahren, zu denen dann auch sowas wie, ich glaube, Charlie Sheen, Molly Ringwald und Demi Moore und Rob Lowe und so weiter gehörten. Also durchaus schon einiges an Schauspielerfahrung. Sein Onkel ist ja, glaube ich, Francis Ford Coppola. Ja. Und seine Tante, Talia Shear, oder ist es seine, ja genau, also durchaus auch Schauspielerfahrung in der Familie. Aber er hat sich umbenennen lassen, gell, damit man das nicht so weiß mit seinem Onkel. Ja, richtig. Genau, und was? Er hat mir in einem Interview gesagt, dass er das gemacht hat, weil er eben nicht diesen Coppola-Bonus haben wollte. Weil als er mit der Schauspielerei angefangen hat, war Francis Ford Coppola einer ganz wegweisenden Filmemacher mit Der Pate und Apocalypse Now. Ja, und warum der Typ mir auch noch, abgesehen von dem ganzen Film und Dings, Schauspielzeug, auch noch sehr sympathisch ist, warum hat er sich in Nick Cage umbenannt? Wegen Luke Cage, dieser Comicfigur. Deswegen heißt er Nicolas Cage und der ist der größte Comic-Nerd und hat sogar seinen Sohn Kal-El benannt, also hier nach Superman und so. Was ist das für ein Comic? Superman, der heißt ja eigentlich Kal-El. Ach, und das ist er eigentlich dann? Nee, er hat seinen Sohn so genannt, was ja schon ziemlich krass ist. Also das ist schon ziemlich Nerd-Level 10. Nee, auch ein bisschen dumm vielleicht. Ne? Und hätte um ein Haar ja auch den Superman gespielt, ne, in der Tim Burton-Verfilmung, oh ja. Die nie zustande gekommen. Oh ja, mit Con-Air-Frisur und allem drum und dran, das ist echt. Da gibt's eine coole Doku, ja. Death of Superman Lives, die habe ich damals in New York auf der Comic-Con von Kevin Smith vorgestellt gesehen, das war sehr großartig. Und er hat ja, glaube ich, auch den ersten Superman-Comic für $1 Million ersteigert. Also der Typ ist einfach großartig. Also der ist schon ein Trottel. Und dann hat er sich total, hey. Das ist doch so, also ich habe über den gelesen und mir ist echt, also sowas Dummes,
Also erstmal, dann hat er irgendwie seine Millionen ins Sand gesetzt, weil er sich lauter Immobilien gekauft hat, die er nicht braucht und damit dann rumgehandelt hat, Trottel. Hat sich halt verspekuliert. Ja. Er wollte halt für die Zukunft vorsorgen. Statt dass er das Geld spendet, wenn er nicht weiß, was er damit machen soll. So ein Unsympath. Ja, er muss ja dann auch mit diesen dummen Filmen mitspielen, seinem Sohn so einen blöden Namen geben. Hey, jetzt. Und irgendwie, dann ist es ihm peinlich, dass er positive Familieneinflüsse von seinem Onkel hat, damit man denkt, er hätte sich selbst hochgearbeitet. Also, ah, das finde ich doch durchaus ehrenhaft. Das hat doch hier der Sohn von Stephen King auch gemacht. Dieser Joe Hill hat halt auch gemeint. Ja, aber natürlich hat er da Vorteile von dieser Verwandtschaft. Dann braucht er es ja nicht verbergen. Aber naja. Ich finde das durchaus. Ich finde das durchaus nicht verwerflich. Also wenn du sagst, hey, ich will jetzt nicht mit durch meinen Namen nur bekannt werden, sondern durch meine eigene Arbeit. Im Endeffekt passiert es ja trotzdem, dass er dann durch Kontakte halt gute Rollen kriegt oder irgendwas. Ja, also schlimmer wäre es doch, wenn ich mich jetzt Sascha Coppola nennen würde, in der Hoffnung auf eine Hollywood-Karriere. Also. Nee, ich fand es einfach so armselig, als ich das mit diesen Immobilienspekulationen da gelesen habe. Das sind halt so ein Typ Mensch, wo ich echt mir denke, also. Dazu muss man Hirnamputation. Ehrlich gesagt, scheißegal, was der mit seinem Geld macht. Mir ist es scheißegal, welche Comics er sich kauft und wie er seine Kinder nennt. Okay. Ich finde persönlich, Nicolas Cage ist immer noch einer der interessantesten Schauspieler. Also ich finde vieles, was er macht, scheiße. Aber ich finde, er ist mit Passion dabei. Und selbst in der heutigen Zeit, wo viele ihn nur noch als Mr. Robberface betiteln, haut er immer noch manchmal wirklich Filme raus, die ich sehr beeindruckend finde. Wie jetzt diesen vor ein paar Jahren, diesen Joe, wo macht er halt der wirklich die selbst, oder was? Großartig spielt. Und deswegen, also würde ich mich selbst als das Cage-Fan bezeichnen. Was der privat macht, ist mir ehrlich gesagt cool. Solange er nicht Adolf Hitler anbetet, ist es mir egal. Aber wenn man Fan von jemandem ist, findet man auch die Person toll. Und ich kann halt so jemanden nicht toll finden, der so blöde Sachen macht. Also Ich finde seine Leistung toll, aber was der privat macht, ist mir doch Wumpe. Im Falle von Nicolas Cage kann man, glaube ich, die Kunst vom Künstler ganz gut trennen. Ja. Der hat halt Anfang der 2000er, glaube ich, angefangen mit dieser ganzen Scheiße, wo er dann auch beim Finanzamt, dem amerikanischen, in Ungnade gefallen ist. Die haben ihn auch nicht schnell vom Haken gelassen, sondern der muss echt blechen. Und ja, deswegen nimmt er jetzt mittlerweile ja auch absolut jede Rolle an. Ich finde, also es gibt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn du irgendwann mal nachts einen Film anmachst, dass entweder Nicolas Cage mitspielt oder Ben Kingsley. Das kommt halt davon, wenn man Steuertipps von Wesley Snipes annimmt, ne? Das ist ja, gut, auch so ein, aber genau. Dass ein millionenbezahlter Schauspieler halt seinen Beruf kann und halt dann auch gut spielt, finde ich dann halt auch selbstverständlich. Also Fußballspieler, der Millionen kriegt, der soll halt dann auch Fußball spielen können. Mein Gott. Was ich aber auch großartig finde bei ihm, was ja auch in Interviews immer durchscheint, also für was er ja bekannt ist, ist dieses sehr extrovertierte, übertriebene Schauspiel da. Also das kennt man ja unglaublich. Also ich glaube, das ist ja der Schauspieler mit den meisten Memes gefühlt. Also das ist ja, der Typ ist ja eine Kunstfigur irgendwie und er betont ja immer, dass er so ein Fan des deutschen expressionistischen Kinos ist und das halt immer in seine Filme einfließen lassen wollte und deswegen halt auch dieses Vampire's Kiss und so gefeiert hat und ich glaube auch, sagt er immer, Face Off ist zum Beispiel auch einer seiner Lieblingsfilme, wo er mitgemacht hat irgendwie, weil er das da halt ein bisschen auch einbringen konnte. Das können wir auch noch später in der Bewertung dann eventuell einfließen lassen, welcher der Nicolas Cage-igste Film von denen ist. Also da ist natürlich Face-Off schon ganz weit oben. Also das fand ich auch immer ganz cool. Dass also, er halt könnten, irgendwie also ich würde so weit gehen und schon mal ganz klar sagen, weil wir gerade mit The Rock angefangen haben, dass für mich The Rock der am wenigste cageste Film ist. Ja, kann man sagen. Obwohl diese Szene, kommen wir zu The Rock oder reden wir noch über Nicolas Cage? Ich glaube, das können wir abhaken. Weil dieses das mit den Immobilien und so, das ist auch ein bisschen zu privat. Also er setzt sich jetzt ja nicht in der Öffentlichkeit für irgendwelche beschissenen Sachen ein, glaube ich zumindest. Nein, ich meine jetzt also. Nur, wenn man schon hochlobt, was er für ein geiler Typ ist, dann will ich halt dagegen halten und sagen, nur okay. Er ist halt für mich kein geiler Typ. Ich mag ihn als Künstler, wie gesagt. Was der privat macht, ist mir halt egal. Ich finde es halt auch einen scheißgeilen Move, da gewinnst du einen Oscar für ein total trauriges Drama, Leaving Las Vegas, und danach machst du erstmal 3 Jahre diese 3 Filme in einer Reihe hintereinander. Mega. Das ist schon echt ganz schön abgeliefert. Naja, egal. Kennt ihr von College Humor diesen YouTube-Sketch über den Agenten von Nicolas Cage? Nee. Den schicke ich euch gleich mal. Okay. Der erklärt sehr viel. Wieder was gelernt. Ja, aber das hast du durchaus recht. Also das ist halt so, dass Nicolas Cage gerade bei The Rock
ja auch eher so ein Underdog spielt. Da ist er ja auf jeden Fall nicht der Macher und der Bringer. Ist halt ein Typ, der irgendwo in einem Labor sitzt und Giftgase analysiert und ja eigentlich der Inbegriff von uncool ist. Und aber irgendwie dann doch cool. Also was ich immer geil finde, ist in solchen Filmen, da sitzen dann Leute dann doch mit ihrer super mega heißen Freundin in so einem ausgebauten Industrieloft mit Dachzugang, wo man dann auch kopulieren kann vor der Skyline von San Francisco. Also ohne Witz, da kann ich mich noch dreimal Coppola nennen. Das wird mir niemals gelingen, dass ich in so eine Situation herbeibeschwören kann. Und deswegen, also da kippt es dann schon doch ein bisschen arg ins lächerliche Klischee. Und er ist ja dann auch komplett überfordert mit der Situation und will ja auch gar nicht am Außeneinsatz teilnehmen und wird da irgendwie rein manövriert durch widrige Umstände. Und bums ist er mit einer Knarre ganz weit vorne und läuft neben dem Sean Connery, was ich übrigens auch für einen geilen Besetzungscoup halte, dann eben durch die Ruinen von Alcatraz. Und das ist, wie ich finde, der wirkliche Coup des Films, nämlich Sean Connery ganz kacke dreist nochmal den James Bond spielen zu lassen. Das finde ich ganz, ganz großartig. Ja, wenn es dann immer heißt, Your Majesty's Service und so, da musste ich schon auch immer sehr schmunzeln. Ja, diese Chemie zwischen den beiden, die fand ich halt so super. Ich meine, es gibt ja tausend, das hatten wir letztens schon in irgendeinem Cast zu 48 Wochen, Tage später, keine Ahnung. Nee, ach egal. Aber dieses Buddy-Cop-Ding, aber diese Buddy-Chemie zwischen den beiden halt, eher so als totaler Noob und wie sie sich dann so anfangs auch schon in diesem Verhörraum irgendwie so vorstellen, das finde ich so witzig, wie er halt so tut, als wäre er so der Antiterror-Spezialist und John Connery sofort durchschaut und so, und er ist ja der mega erfahrene Ex-Spion und super Ausbrecher und so. Das fand ich ziemlich witzig. Also die Chemie zwischen den beiden, die fand ich super in dem Film. Ich hätte eine Frage. Eine Frage, die ich mich jedes Mal stelle, wenn ich diesen Film gucke. Und zwar eine Szene, wenn Sean Connery zurechtgemacht wird in der Hotelsuite, dann nimmt er sich ja, als er duscht, irgendwie so eine Art Seil oder so aus der Dusche. Was ist das? Das ist zum Wäscheaufhängen. Ah, okay, danke. Ich habe mich gefragt, was ist das da? Ich habe nämlich übrigens mal, ich glaube 2009 oder so, habe ich mal eine The Rock Bildungsreise gemacht. Nein, Schmarrn. Ich war da nur mit ein paar Kumpels, haben wir so einen kleinen Kalifornien-Trip gemacht und da waren wir auch in San Francisco und mich hat's zerrissen, wo ich dieses Seil in der Dusche gesehen habe. Und am nächsten Tag sind wir nach Alcatraz gefahren. Das war schön. Oh. Und Entschuldigung, wie gesagt, ich schweife ab. Wir haben dann nachts noch den Fernseher angemacht und es lief The Rock, ohne Scheiß. So geil. Entschuldigung. Läuft das da jeden Abend für die? Es läuft da durchgehend. Ja, ich glaube, die haben sogar die Filmpremiere auf Alcatraz gemacht, oder? Wie war das? Habe ich mal gelesen. Würde sich anbieten, ne? Ja, sie durften da ja auch drehen, weil das natürlich den Tourismus auf dieser Insel natürlich durch die Decke gehen ließ. Wollte da natürlich jeder hin, wie ich auch. Ja, ich meine, früher ist man da hingegangen, weil da Al Capone eingesessen hat. Und jetzt will man da hingehen, weil, guck mal, genau da war Sean Connery. Genau. Auf dem Leuchtturm. Ah. Nee, aber ich finde den Humor im Film, finde ich gut. Also wir können ja auch nochmal über Michael Bay sprechen. Der Typ ist ja mittlerweile der letzte Volldepp. Also der macht ja nur noch Schrott und persifliert sich ja schon selber mit diesem Six Underground und so. Das war ja wirklich ein... Also das muss ich wirklich sagen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von The Rock. Ich finde ihn jetzt nicht verkehrt, aber ist jetzt auch nicht mein All-Time-Favorite-Action-Film. Aber das sind dann noch Action-Szenen, die lasse ich mir gefallen. Ich frage mich halt echt, was ist mit Michael Bay dann passiert? Weil wenn du ihn halt wirklich vergleichst mit diesem Six Underground, ich meine, der Film ist halt unanschaubar. Also auch in den Action-Szenen. Irgendwas ist bei dem schiefgelaufen, irgendwie. Ich weiß auch nicht was. Aber jedes Mal, wenn ich The Rock gucke, was jetzt nicht so häufig ist, aber jedes Mal bin ich halt überrascht, wie gut die Action-Szenen halt inszeniert sind. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, ich meine, man erkennt schon so die Handschrift von Michael Bay ganz klar raus, ja. Ja, diese Kamera schwenkt so von leicht unten, gell? Ja, genau. Ja, und ich habe immer das Gefühl, dass sie im Rock halt pointierter sind. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, Michael, hier dein Style, der ist geil. Genau deswegen die Leute ins Kino. Und hat sich Michael Bay gedacht so,
ja gut, dann mache ich es wie Spinal Tap und stelle es auf 11. Ne? Ja. Also, oh. Ja, der Film ist schon so drüber und da musst du eigentlich nicht noch eins drauflegen, weil ich meine, diese diese Verfolgungsjagd durch San Francisco, da hast du dieses komische Train Car oder wie es heißt, was dann entgleist und der Hammer fährt in die Laterne und explodiert aus irgendeinem Grund und so. Also das ist schon alles so drüber und schnelle Schnitte und so und dann hast du diese typischen Autorennen-Szenen, wie sie springen durch San Francisco und so. Das ist schon alles drüber, aber es ist noch okay. Ja, also ich glaube, was Michael Bay da so ein bisschen rettet, ist die Tatsache, dass CGI damals noch nicht so en vogue gewesen ist. Das ist ein sehr handgemachter Film. Ist ein zweiter Film, Bad Boys, mit einem ungleich geringeren Budget davor entstanden, ein Jahr. Jetzt eben The Rock, was ja irgendwie also alle Ingredienzien aufweist für einen richtig zünftigen Michael Bay-Film, nämlich eben der Hurra-Patriotismus mit den Fanfaren, wenn es irgendwie das Militär anrückt, dann natürlich aber auch diese Kameraschwenks, diese ewigen Farbfilter vor der Linse, Zeitlupeneffekte, dass es wehtut, Rumgeballere. Was noch nicht so auftritt, ist dieser infantile Humor, den der ja in den späteren Filmen irgendwie immer wieder sehr gerne pflegt. Und was mir eben auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, war einfach, dass er die Handlung sozusagen auf das Wesentliche verdichtet. Was ihm nicht so gut gefallen, also getan hat, glaube ich, ist einfach die Tatsache, dass der Computer dazwischen kam und er jetzt irgendwie Transformer animieren musste. Und ich glaube, das ist wirklich Michael Bay passiert. Der hat halt jetzt irgendwie von 2007 bis 2017 nur Transformer-Movies gemacht mit der einen oder anderen Ausnahme. Und als er dann Six Underground hat machen müssen, hatte der jetzt echt ein Problem, wieder Menschen zu inszenieren. Und ich finde, das hat man dem Film auch angemerkt, also Six Underground. Ja, es gibt diese übertriebenen Action-Szenen und auch am Anfang ist sehr viel Humor drin, also wo dieser Friseur kommt und so, das fand ich auch ein bisschen grenzwertig, aber egal. Aber allein schon durch eben Sean Connery fand ich den Film unglaublich witzig, aber ich finde auch, also es ist schon sehr pathetisch natürlich, auch durch die Musik, aber ich finde zum Beispiel zwei Szenen, die ich irgendwie immer noch cool finde und nicht, trotzdem, die sind ein bisschen kitschig und so, aber ich finde sie trotzdem immer wieder schön. Die Duschraum-Szene und der Mexican Standoff am Schluss, das sind schon epische Szenen, finde ich. Und da ist jetzt kein großes Explodieren und so, es wird halt ein bisschen geschossen und so, aber ich finde die immer noch, ach, großartig. Ne? Ich schwelge. Also ich, das sind schöne Action-Szenen, aber wie ich schon gerade eben sagte, ich bin jetzt nicht so der große Rock-Fan. Ich finde ihn ordentlich, aber mich hat's nie so zerrissen bei dem Film. Weder im Positiven noch im Negativen. Also ich muss sagen, wenn es jetzt um Michael Bay-Filme geht, und ich muss gestehen, dass ich die bis auf einen einzigen Geiselnamen-Dingsbums-Film von vor zwei Jahren, glaube ich, alle gesehen habe, ist das mein Lieblingsfilm. Also The Rock ist mein Lieblings-Michael Bay-Film. Und dann kommt eine ganze Menge Zeit lang nichts und dann kommt Transformers Teil 1 und dann waren das schon meine Lieblings-10 Michael Bay-Filme. Also ich glaube, bei mir wäre Rock auf dem zweiten Platz und auf Platz 1 Pain und Gain und alles andere, also ja ich rede besser nicht weiter. Ja. War Bad Boys 1 nicht auch noch ganz anschaubar? Ich weiß gar nicht mehr. Den habe ich neulich erst wieder gesehen und den merkt man, also die altern nicht so gut, dieser Film ist nicht gut gealtert. Da ist Staub drauf. Ja, da ist ganz schön. Also der, das war ja damals auch noch, der Will Smith war ja noch kein Star, sondern blutjung und man kannte ihn nur aus hier dem Prinz von Bel Air. Und das Ganze hatte irgendwie auch so, also man sieht alles, was Michael Bay später auch gemacht hat, sieht man schon in diesem ersten Film, aber noch nicht so richtig gut. Also The Rock ist so würde ich sagen, ist schon irgendwie so das Meisterstück in Anführungszeichen und dann kam halt Armageddon und Pearl Harbor und oh, stimmt, Armageddon, großartig. Da habe ich ganz viel. Ja. Was mir aber auch noch sehr gefällt. Entschuldigung, ich wollte jetzt eigentlich die Eva zu Wort kommen lassen, das wie gesagt, aber das muss ich noch loswerden, was ich gut fand bei dem Film ist halt auch dieser
so Abenteuerfilm-Flair, wo ich immer so ein bisschen an Indiana Jones denken muss, ist diese komische Szene in diesen, mit diesen Minenfahrzeugen da unter Tage und so. Das ist natürlich alles, also ich glaube nicht, dass es die in Alcatraz unten wirklich gibt oder so, ist wahrscheinlich egal. Oder auch diese Szene, wo sich Sean Connery durch diese Feuerwalzen so durch, also ich meine, ich glaube nicht, dass da unten so komische Feuerwalzen-Engines noch an sind, wenn das eigentlich nur eine Touri-Attraktion ist. Egal. Trotzdem hast ganz du da ehrlich, dieses... Ich frage mich, was war das für ein Architekt? Und hier bauen wir die Skorpionfalle hin. Genau. Ja, aber dadurch hat es so ein Indiana Jones-Vibe und das mochte ich halt auch gerne. Also der Film ist so witzige Action, dann ist er so epische Action, dann ist er so Indiana Jones-Abenteuer-Action, dann ist er Geballer, Explodieren, Verfolgungsjagd und ich fand, das ist einfach für mich eigentlich ein der Inbegriff eines guten Actionfilms. Ist halt ein bisschen wie Galaxy Quest, ne? Dieses, da baut man in die Mitte des Raumschiffs eine Todesfalle, die einfach nur da ist, weil man sie für eine Fernsehsendung brauchte. Und diese Aliens bauen das nach. Und so ungefähr war das ja auch so. Da habe ich mir tatsächlich auch nochmal den Kopf gefasst. Wir müssen jetzt hier durch diese brennenden Schächte durch. Ich habe mir vor 20 Jahren, als ich hier eingesessen habe, habe ich mir den zeitlichen Ablauf eingeprägt. Ich roll mich da mal eben durch. Und das macht er dann auch. Also da saß ich dann auch so da und dachte mir, what the fuck? Aber gut, also das funktioniert in der Logik des Films wunderbar. Ja, in der Kurzfassung des Films geht er so, ich habe es jetzt 20 Jahre eingeprägt, ich mache das schon. Eins! Und dann wusch. Genau, ich hoffe, Sie haben den Rhythmus nicht geändert. Doch, haben Sie. Film aus. Okay, wir kommen hier rein. Naja. Naja, noch ein kurzes Wort zu Ed Harris, dem Bösewicht in dem Film. Den sehe ich ja immer wieder gerne. Das ist so einer von den Schauspielern, die es nie in die wirklich erste Reihe oder in die Titelrollen geschafft haben. Es gibt sicherlich auch Filme mit ihm in der Titelrolle, aber im Großen und Ganzen ist er eigentlich immer ganz hervorragend der Wasserträger zum Star des Films. Aber auch ganz, ganz großartig ja in der Westworld-Serie gewesen. Also da muss ich auch sagen. Bei Westworld reden wir hier nicht. Gut. Das Trauma. Ach, so großartig. Also ohne Scheiß, ich habe ja den Film das erste Mal dann mit meinem Bruder letztens irgendwie angeschaut und wir haben halt durchgehend, dass da meine Schwägerin auch ins Bett gegangen, weil sie keinen Bock mehr hatte, weil wir den Film halt durchgehend mitgesprochen haben. Das war sehr schön. Also ja, da stehen Frauen drauf, ja, das habe ich auch schon gemerkt. Hier zum Beispiel, Sie bekommen den Ratschlag von einem Freund. Sie bekommen einen Befehl von einem General oder vom Vorgesetzten. Sie bekommen den letzten Befehl von einem Mann mit einer Waffe oder so. Keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Das ist so großartig. Ohne Scheiß. Ach Gott. Ich liebe den Film. Eva, du bist jetzt da. Ja. Was hast du noch für Gedanken zu dem Film? Ich trage das jetzt so fröhlich wie möglich vor, damit ich eure gute Laune nicht ankratze. Doch. Ja, also ich fand es auch zum Teil halt, also ich fand es auch egal, wenn irgendwas unrealistisch war, weil das darum geht es irgendwie ja nicht. Es ist ja halt, geht ja irgendwie um was anderes. Um was richtige es geht, könnt ihr ja nochmal sagen. Genau. Ich finde halt so Action-Szenen, also in dem Film fand ich komplett austauschbar. Also es ist halt das Gleiche wie immer. Es ist halt, ja, man muss halt vielleicht dazu sagen, also ich gebe dir da schon recht, dass es das Gleiche wie immer ist, aber als der damals rauskam, war es das eben nicht. Ja, aber es war bestimmt auch nicht der erste. Aber ist ja gut, es ist, mein Gott. Doch, es war der allererste Actionfilm, der jemals gedreht wurde. Sind ja vielleicht trotzdem nicht schlecht. Man kann sich aber Action-Szenen eigentlich unterhalten. Das war der große Eisenbahnbau von 1903. Ja, also ich Moment mal, normalerweise bin ich hier der Klugscheißer. Ich habe schon tausendmal gesehen. Aha, der Sascha hat bei meinem Western-Referat aufgepasst. Siehst du? Nein, Entschuldigung, Eva, du musst jetzt noch. So, jetzt lasst mich genau zu Wort kommen. Bei uns kriegen die Frauen nämlich mehr Screentime als in den 90er-Actionfilmen. Das hat einiges gut zu machen. Ja, also austauschbare Action-Szenen, Stu. Das letzte Wort habe. Nein. Ja, und ich fand halt den Humor, ja gut, es ist halt immer so, wir sind halt paar Mal, also der Film hat halt so ein paar Sachen, wo es für mich dann einfach ausscheidet, dass es ein guter Film ist oder irgendwie, dass ich den dann genießen kann, weil das stellen sich mir so Fragen, warum die Frau halt so billig besetzt ist, obwohl halt sonst total hochkarätige Schauspieler mitspielen. Ich glaube, das ist auch kein Zufall. Ah, Claire Forlani ist eine großartige Schauspielerin. Ich habe die noch nie gesehen. Ich fand die total 0815. Na gut, aber man hat sie ja nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall dann diese Witze dann immer so nebenbei, dann wird so eine kleine Frauentanzpuppe angezündet im Büro, so als Witz. Ich weiß nicht, es ist immer so,
immer so kleine Seitenhiebe gegen Frauen und gegen Weiblichkeit. Dann wird so ein ganz nebenbei so ein Witz eingestreut. Er wird nicht mehr vergewaltigt. Er verliert wohl sein Sex-Appeal, als wäre irgendwie das ein Kompliment, wenn man vergewaltigt wird. Oh ja. Also dauernd, also irgendwie so Zeug. Und das macht für mich so einen Film einfach wirklich nicht schaubar. Also das coole Action hin oder her. Da legst du den Finger in tatsächlich die Wunde. Der ist auch sehr homophob in seinem Ja, Film. Und auch also, so gekrönt dann noch von diesem Patriotismus, was ich total ekelhaft finde, dieses, ja, die Toten wollen ein Militärbegräbnis und die wollen jetzt um ihre Ehre, da geht es immer um die männliche Ehre. Also es ist eh alles so ein Hirschkampf mit diesen ganzen Bezeichnungen, die verschiedenen Grade, wer jetzt wie wichtig ist. Und dann schreit der alte Chef, schreit den anderen an, wie alt sind sie? Dann sagt er ist 33 und das ist dann das Argument, warum er ihn dann zusammenplären kann. Und irgendwie, ich meine, ich denke mir, es geht überhaupt nicht um eine Kritik daran, dass Leute im Militär sterben. Es geht nur darum, dass sie auch ja ein Militärbegräbnis kriegen, was ich total ekelhaft finde und total verherrlichend. Ja, dann, wenn die Leute für ihr Vaterland sterben, dann ist ja alles in Ordnung, solange sie dann ein Militärbegräbnis kriegen. Genau das, darum geht's. Also irgendwie, ja, das ist für mich halt echt einfach mein Fuck. Aber wie gesagt, natürlich sind solche Filme unterhaltsam und aber für mich, wie gesagt, macht sowas dann einfach kaputt. Welches Zitat dir auch sicher gut gefallen hat, war, ich gebe mein Bestes. Ihr Bestes. Verlierer reden immer von wegen ihr Bestes, aber Gewinner gehen nach Hause und vögeln die Ballkönigin. Carla war die Ballkönigin. Ob das Miss Sophia auch zu James in Dinner for One sagen würde? Naja. Ich fand den Film auf jeden Fall immer noch, was ich immer noch schön finde, also weil du ja schon gesagt hast, die Action-Szenen sind austauschbar und so. Ich fand auf jeden Fall, hatte er immer sehr kreative Kills. Also das, ich fand es ja auch immer spannend. Ich habe den Film damals so oft gesehen, glaube ich, weil der lief halt 20.15 Uhr auf Pro7 in der FSK 12-Version. Dann musste ich aber doch noch länger wach bleiben, oder zumindest aufnehmen, mir dann um 0 Uhr nochmal die FSK 18-Version anzuschauen, weil auf DVD, auf Video, auf VHS hatte ich damals die 16er-Version und war dann ganz zufrieden, wo ich dann das erste Mal die 18er-Version gesehen habe, wo dann die Leute halt auch wirklich, wo sich die Haut auflöst, die ihre Eingeweide auskotzen und so. Und der Typ halt, die gefehlt werden. Genau. Wie viele Minuten fehlen da? Ja. Eine Minute, aber mittlerweile ist der Film runtergestuft. Das heißt, der ist jetzt uncut ab 16. Ja, fand ich auf jeden Fall wichtig. Sind so Kleinigkeiten. Den hatte ich mir damals in der Videothek gekauft. Also das waren dann, ich war einer dieser Menschen, die, wenn die Videotheken ihre Videokassetten in den Verkauf gegeben haben, dann habe ich mir oftmals die Videothekversion gekauft, weil die definitiv uncut gewesen ist. Hm. Die Handelsversion ja selten. Stehen Sie auf Elton John? Ich stehe nicht auf Weicheilgequatsche. Oh, Sie stehen nicht drauf. Sie sind der Rocketman. Großartig. Großartig! Ja, ist halt homophob. Aber. Tja. Aber er ist doch Elton John-Fan. Aber er ist ja ein Weichei. Ja, nicht wirklich. Aber am Ende haut er sich die Spritze ins Herz. Wie ein echter Mann. Ja, genau. Da hat das ja dann auch verdient, dass wir eine Familie haben. Ich will nie wieder Elton John hören. Ja, da schließt sich irgendwie der Kreis zu Bad Boys 3. Ich penetriere mein Herz mit Liebe oder sowas. Und in dem Fall hat das dann mit Adrenalin penetriert. Also das hat dann Michael Bay quasi vorausgenommen. Aber man muss dazu sagen, was ich ganz interessant finde, jetzt rückblickend, wenn wir von diesen Filmen sprechen, die sind jetzt so ungefähr 23 Jahre alt. Und wenn ich überlege, damals, als ich so Filme gesehen habe, jetzt also so die James-Bond-Filme, die dann im Fernsehen liefen, die waren dann auch so 20 Jahre alt und dann waren das die 60er Jahre. Also im Prinzip sind irgendwie so die 90er Jahre, wenn wir sie jetzt rückblickend besprechen, so wie damals die 60er Jahre für mich in den 80ern, als ich angefangen habe, dieses Action-Kino zu genießen. Und da finde ich, haben die Filme immer noch, also die Action besteht immer noch in den Augen von heute. Und das ist so bei so Filmen aus den 60ern ja eher weniger so. Die sind ja doch ein bisschen getrageneren Tempos. Also so gesehen hat Michael Bay nicht alles verkehrt gemacht. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich könnte noch stundenlang über den Film reden und den Film komplett rezitieren, hätte ich Lust drauf, aber wir müssen ja noch zu zwei anderen Filmen kommen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu The Rock loswerden wollt?
Sean Connery hat da leider die falsche Synchronstimme. Also das ist so, was mir damals schon aufgefallen ist. Der Synchronsprecher von Sean Connery ist vor The Rock gestorben und deswegen spricht nicht der James Bond Synchronsprecher, sondern irgendein anderer Typ Sean Connery. Das hat mich damals ein bisschen gestört. Stimmt. Ja, ich habe ihn jetzt auch aus Nostalgiegründen auf Deutsch angeschaut, aber ich habe dann doch auch immer ein bisschen umgeswitcht, wo dann halt Sean Connery seine schönen Linien dann in seinem schönen britischen, schottischen Akzent irgendwie raushaut. Das war schon auch nochmal geil. Wollen wir die Bewertung, die wichtigste Bewertung, wie gesagt, welcher dieser drei Filme, das ist ja wie gesagt einfach, das machen wir am Schluss, oder? Ja. Alle drei dann, okay. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Con Air, oder? Ein Jahr später. Ich war total verblüfft, als ich gerade eben die Daten zusammengesucht habe, dass Con Air und Face Off im deutschen Kino irgendwie nur 3 Monate auseinander lagen. Okay. Fand ich schon krass. Finde ich jetzt nicht so krass, aber ist schon krass. Ich versuche hier ein bisschen Infotainment, Herr Papalitzki. Sie könnten mich ein bisschen unterstützen dabei. Ja, okay, ist krass. Mittelkrass. Ja, das Witzige ist, ich habe die Filme halt alle tausendmal gesehen. Ich hatte diese Kette, also diese Connection, dass Nicolas Cage halt in allen dabei ist, nie so präsent. Ich habe die Filme nie so als Nicolas Cage-Trilogie gesehen, wie wir jetzt den Cast so aufgehangen haben, weil halt immer Nicolas Cage für mich eigentlich auch nie so der Hauptdarsteller war, natürlich außer in Con Air. Da ist er der super Hauptdarsteller in den anderen Filmen, also jetzt in The Rock zum Beispiel, ist er natürlich auch irgendwie der Hauptdarsteller, aber da war es halt so der Co-Headliner irgendwie. Aber jetzt kommen wir zu Nicolas Cages Hauptrolle, ne? Wer mag denn kurz erzählen, worum es da geht, wann der draußen war und den ganzen Firlefanz, wisst schon. Ja. Soll ich mal kurz übernehmen oder willst du? Nee, bitte, ich schlag mich nicht drum. Nö, ich als auch nicht. Ich hätte jetzt auch nicht so aus der Lameng heraus, ich dachte nur, der geneigte Hörer möchte mal eine andere Stimme hören bei der Zusammenfassung. Ich hab's schon verstanden. Mach. Quatsch. Love. Ja. Nee, bei Con Air geht's darum, dass Nicolas Cage in die Rolle eines auch wieder so ein Supersoldat eigentlich, der in der Schlägerei erschlägt er jemanden, bringt den eben um. Und sein Anwalt sagt, er soll auf schuldig plädieren. Das macht er dann auch. Deswegen auch in den Knast wandert. In der Zwischenzeit bekommt seine Frau außerhalb des Gefängnisses seine kleine Tochter, die er nicht kennenlernen möchte, weil er nicht will, dass sie ihn im Gefängnis zum ersten Mal sieht. Also ist seine Tochter, keine Ahnung, 28, als er aus dem Knast kommt. Nein, Quatsch, die ist natürlich irgendwie so 6 oder 5 oder 4 oder keine Ahnung, klein. Und er besteigt einen Gefängnisflieger, der ihn in die Freiheit bringen soll. Und in diesem Flugzeug sitzen also auch noch ganz andere gefährliche Verbrecher. Und diese Verbrecher befreien sich. Und er wiederum, das ist so ein bisschen der Stirb-langsam-Aspekt, ist sozusagen der Maulwurf, der von innen heraus versucht, diesen Befreiungsschlag der anderen Gewalttäter zu verhindern und gleichzeitig zu überleben, um seine Tochter in die Arme schließen zu können. Das ist es mal so im Großen und Ganzen. Und das Besondere an dem Film, würde ich sagen, ist, dass da nur Menschen mitspielen, die man in einem Actionfilm nicht vermutet. Und dann übergebe ich wieder an euch. Und die Frisur von Nicolas Cage. Jetzt ist mir vollkommen entglitten, wie toll der Cast, was ja auch bemerkenswert war bei The Rock, wo ich ihn jetzt wieder geschaut habe. Entschuldigung, dass ich nochmal zurückswitche. Aber mich hat so gefreut, in jeder kleinsten Nebenrolle dann irgendwie Dr. Cox, dann dieser Tuco aus Breaking Bad oder der Candyman und so. Das fand ich auch super. Aber egal, da kommen wir dann im Fazit nochmal drauf. Ja, The Rock. Schauspieler, die man nicht in Con Air, die man nicht in Actionfilmen vermutet. Ich denke mal, du spielst an auf John Malkovich zum Beispiel. Ja, der ich glaube, sichtbar Spielspaß hatte an Cyrus the Virus. Eine unfassbar geile Rolle. Er spielt halt den Hannibal Lecter der Lüfte, also einen unglaublich bösen Menschen, der sich mit anderen unglaublich bösen Menschen umgeht. Da gibt's ja, und das ist ja auch das Schöne an dem Film, die haben alle irgendwie so eine leicht angedeutete Backstory. Den Rassisten oder dieser Diamond Dog, dieser Bürgerrechtler, der irgendwie sowas macht, oder dieser von Steve Buscemi gespielte Schlimmste von allen, der da so an gewaltigen Stangen reingeführt wird in den Flieger und irgendwie anscheinend der Mega-Psychopath zu sein scheint.
Also eigentlich ganz, ganz großartig. Dann auch noch ein Personal Favorite von mir, John Cusack spielt noch mit, nämlich irgend so ein komisch, also der Typ, der halt irgendwie diesen Gefangenentransport irgendwie organisiert. Hallo Vince Larkin. Und Vince Larkin. Ja, Vince Larkin. Gut, groß, also den finde ich, also John Cusack mag ich nach seit der Volltreffer. Und das war, den habe ich halt auch in einem Actionfilm nicht vermutet in den 90ern. Das war auch so ein bisschen so seine erste Rolle in der Richtung, der da auch ganz cool spielt. Und also der hat mir da auch sehr, sehr gut gefallen. Also vom Cast her fand ich diesen Film mehr als nur gelungen. Eva, du hast den Film auch zum ersten Mal gesehen, gell? Ja. Ich glaube, das war der erste von den dreien, die du geschaut hast, gell? Kannst du, ja, genau, ja. Da habe ich dann umso mehr auf die Charaktereinleitungen geachtet. Und es ist mir aufgefallen, dass die erste Frau, die gezeigt wird, ist seine Freundin, Frau, wo dann einer sagt, dass sie hübsch ist und dass er sie auch mal ficken will. Die zweite Frau, die gezeigt wird, ist Baby in der Abteilung, wo, ah nee, das ist, jetzt habe ich die Zahlen durcheinander gebracht. Auf jeden Fall irgendwie die, dann kommt ein Vergewaltigungsversuch seiner Frau, dann kommt in der Abteilung, wo eine Frau arbeitet und er sich mit der kurz unterhält, ein lustiger Versprecher, wo er statt Education Erektion sagt, das ist die zweite Frau, die vorkommt. Die dritte ist die Tochter, die drei- oder viermal gezeigt wird und jedes Mal wird gesagt, wie hübsch sie mal wird. Und die vierte Frau... Gibt es vier Frauen in dem Film? Ist diese Gefängniswärterin, ne? Die Gefängniswärterin. Ist irgendwie nochmal, ah ja, genau. Und die will dann auch jemand ficken, wird dann gesagt. Also das sind die vier Frauenfiguren, die, wo die ersten 5 Sekunden, die so eingeführt werden. So viel. Du hast eingeführt gesagt. Ich bin schon total... voll auf Niveau, ja. Aber der Song war, glaube ich, sogar für den Oscar nominiert, weil die Szene, da habe ich auch, musste ich lachen, wo am Anfang, Szene? Ja, am Anfang, wo du, was du gerade gesagt hast, wo er auf seine Freundin trifft in dieser ekligen Kneipe dann irgendwie und dann kommt diese, how do I live without you oder so, ah, großartiger also, Song. Wo ich lachen musste, ist, da hat der, Sascha schon erzählt, er bringt ja diesen Mann am Anfang um, weil er ja, also er möchte ja verhindern, dass dieser böse Redneck seine wunderschöne Frau vergewaltigt. Und dann gibt's diese Szene vom Gericht, wo dann der Richter wie sagt so, normalerweise würde ich sie freisprechen, weil es eigentlich doch die Notwehr war, aber weil sie so ein grandios ausgebildeter Killer sind, muss ich sie hinter Gitter stellen. Ja. Und das macht halt schon von vornherein klar, okay, ich weiß, was das für ein Typ ist. Er ist nett, aber wenn er will, könnt ihr euch einen kleinen Finger umbringen. Und solche Szenen hat der Film durchgängig. Und eben nicht nur von Nicolas Cage, sondern von jeder Figur. Also jede Figur hat, ist eigentlich eine Aneinanderreihung solcher Szenenfrequenz. Selbst Nebendarsteller wie, keine Ahnung, dieser Drogenbaron, der letztendlich diesen ganzen Ausbruch finanziert anscheinend, ist auch so ein Vogel. Also alle schwelgen so in ihrer Männlichkeit. Also das ist schon... Es ist nicht umsonst der Testosteron-Stammtisch hier in dieser Form. Und vor allem alle sind auch noch irgendwie erfolgreich dabei. Also dieser Diamond Dog schreibt irgendwie noch Bücher nebenbei und John Malkovich hat irgendwie auch noch eine ganze Enzyklopädie irgendwie veröffentlicht, ja. Das ist schon, es ist halt ultra den Haaren herbeigezogen. Und als ich ihn jetzt vor kurzem nochmal gesehen habe, also einige Sachen sind mir echt übel aufgestoßen. Zum Beispiel das Frauenbild, das Eva gerade schon angesprochen hat. Aber ich weiß noch, als ich den damals geguckt habe, fand ich den einfach noch geil. Und jetzt mit einem gewissen Alter, muss ich echt sagen, es ist halt die übelste alberne Lachparade. Und so übertrieben, dass ich es genossen habe tatsächlich. Vielleicht mehr, als ich dürfte oder sollte. Ja, der Film, dem fehlt halt irgendwie noch mehr, also diese Ernsthaftigkeit, die The Rock halt teilweise hat, durch den Bösewicht und so. Ambulanz und so, da gibt es ja hier. Der ist übertrieben witzig. Ich hätte gerne einen Cut, wo man eine gewisse Person rausschneidet, nämlich diese, apropos Frauenbild, auch diese komische, wie heißt sie, diese Transvestiten-Verbrecherin. Irgendwas, du can't dance, wie heißt sie? Ja, ja, Sally can't dance. Ja, ja. Also das fand ich ja wirklich, boah. Dazu muss ich jetzt aber mal was sagen. Also ja, tatsächlich ging es mir genauso. Das ist ja so eine schwarze oder mexikanische Tucke. Also so eine richtige Megaschwuchtel, ne? Die so, hallo, so over the top. Ich habe gedacht so, das kann es ja nicht geben. Und ich habe es auch immer als Missgriff empfunden und als
einfach auch nicht auf dieser Welt vorhanden. So stellen sich Heterosexuelle einen Homosexuellen vor. So habe ich mir das immer vorgestellt. Ich war aber vor ein paar Jahren in New York unterwegs und bin nachts um 3 Uhr durch Harlem mit der Straßenbahn, mit der U-Bahn gefahren. Und auf einmal gehen alle Türen auf von dieser U-Bahn und ungefähr 30 von diesen Sally Can Dances kommen da rein. Die Türen gehen zu. Ich war also umzingelt von homosexuellen Schwarzen, die für 5 Stationen Karneval in Rio mit mir gemacht haben. Das habe ich nie vergessen. Es war so der Hammer. Die waren alle so schwuchtelig drauf, also wirklich voll überdreht, hatten mega Spaß. Es war wirklich so, die Tür ging auf, die kam rein. Es war nicht mehr 3 Uhr nachts in New York, sondern es war mitten am Tag in Rio de Janeiro. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und dann waren die wieder weg. Und ich guckte meine Frau an, die guckte mich nur an, zuckte nur mit den Achseln und waren mal kurz sehr, sehr angetan von der Tatsache, dass wir dieses Erlebnis teilen durften. Also diese Art von Mensch gibt's wirklich. Ja, in diesem Film wird das Ganze wieder so eingesetzt, dass es total drüber ist und einfach nur für billige Lacher. Ja, das kommt ja auch aufs Setting an, also wie das dann gedeutet werden kann. Wenn das ansonsten dauernd irgendwie homophob ist, dann ist das halt irgendwie nicht nett und witzig gemeint oder so. Also das finde ich dann eher verarscht. Wobei man darf jetzt nicht, ne, das ist kein Michael Bay Film. Also ich finde auch, der ist eigentlich auch nicht wirklich homophob, bis auf diese Figur der Sally Can't Dance. Herr Mies, aber die ist halt voll drüber. Mir ist halt nur aufgefallen, dass halt auch immer, also ich hatte bei dem Film auch so ein Gefühl, dass der sich da so hocharbeiten muss und irgendwie muss er sich immer auch wieder innerhalb des Rudels erst verdienen, dass er männlich sein kann und seine Männlichkeit beweisen, bevor er seine eigene Männlichkeit da irgendwie zähmen darf und dann zu seiner Familie dann zurück darf. Also irgendwie ist immer so dieses Thema der Identitätsfindung, also ich finde das wirklich, das springt einen an. Und auch da, es werden ja immer wieder im Film, also so ganz nebenbei auch so Szenen gezeigt von irgendwelchen Ehepaaren. Und es ist immer, die sind immer irgendwie albern oder zerbrechlich oder also Männer, die mit ihrer Frau unterwegs sind, sind immer irgendwie Witzfiguren. Und deswegen, also er ist es ja, die Hauptdarsteller sind es natürlich nicht, die sind ja in ihrer eigenen Welt. Aber zum Beispiel einmal wird ja da dieser Bösewicht aus dem Flugzeug geschmissen. Ah nee, nicht der böse, er schmeißt irgendwie einen aus dem Flugzeug. Pinball. Ja. Dem er dann so eine Botschaft draufschreibt, oder ist das? Ja, genau. Wo er dann auch dieses Auto fällt von diesen älteren Ehepaar. Genau, und da ist auch ein Ehepaar und das erschrickt dann. Das ist dann der Witz, dass dann halt ein Ehepaar erschreckt wird. Also die sind immer irgendwie sehr angreifbar und also immer für einen Lacher gut, so Ehepaare. Also allein das finde ich schon so seltsam, dass Männer, die sich halt mit Frauen abgeben oder mit einer Frau ein normales Leben führen, sind halt albern. Ich glaube, der Witz in der Szene liegt aber mehr daran, dass sie da an der Ampel stehen und er nach oben guckt und sich fragt, ob es nur regnen wird. Und diesen Vogel kackt. Dann hat der tote Körper dann oder der Vogel. Na, die sitzen halt im Auto und dann knallt ihnen diese Leiche drauf, was man ja als Zuschauer schon weiß. Also ich sehe das schon in dem Kontext und wenn ich das mehrmals im Film sehe, dass immer, wenn Paare gezeigt werden, die irgendwie erschrocken werden oder als lächerlich hingestellt werden. Ja, also ganz komisch. Ah, nee, das sehe ich ein bisschen anders. Also ohne da jetzt irgendwie eine Lanze in der Richtung für den Film brechen zu wollen, ist es mir eher umgekehrt so aufgefallen. Es gibt ja noch dieses andere Ehepaar oder was auch immer das ist, die da ja mit dem Flieger unterwegs sind, wo ja der Transponder reingeschmuggelt ist. Diese Omas. Und die ganzen, meinst du diesen Helikopter, wo das Ehepaar auch in den Helikopter steigt und die Frau steigt zuerst ein und dann weiß man, haha, gleich fliegt das in die Luft und dann wird diese Alte da in die Luft gesprengt. Witzig, witzig. Nicht Helikopter. Nee, sondern das weiß ich jetzt nicht, aber diese Szene, wo die mit einem ganz normalen Ausflugsflugzeug unterwegs sind, wo dann der Pinball den Transponder des Conair-Flugzeugs reingeschmuggelt hat und dann wird dann halt der normale Ausflugsflieger verfolgt von den Militärhubschraubern und den Klamotten, weil die denken, das wäre Cyrus the Virus an Bord von dieser kleinen Propellermaschine. Und ich sehe das ja so als das Ehepaar in dem Fall, eher auch oder auch ältere Menschen als Form von Normalität sozusagen herangezogen werden. Natürlich soll das auch so einen gewissen Bruch mit reinbringen, aber man muss natürlich auch eine Fallhöhe schaffen von dieser Männerwelt. Und Fallhöhe eben auch im Sinne von, die Leiche fliegt dann eben runter, aber sie landet eben in entsprechenden Normalität. Und deswegen, also ich glaube, es ist halt einfach auch ein Trick, ein Griff in die Trickkiste. Es wird versucht,
eine Situation zu schaffen, die normal ist und die der Zuschauer auch als normal erkennt, weil er sich selber drin wiedererkennt. Und alles andere spielt auf der Ebene darüber. Also das da hätte man ja auch zwei Frauen nehmen können oder irgendwie Freunde einfach nur, aber es ist ja immer dieses, es ist ja immer dann in Situationen für irgendeinen so ein Gag gut. Ja, ja, also ich glaube, ihr interpretiert da viel zu rein, das wird ja nur herangezogen für irgendwelche leichten Lacher. Nee, das ist ein Weltbild, das man da total leicht. Naja, dass du halt irgendwelche alten, der Sascha schon gesagt hat, irgendwelche alten Rentner halt, die ihr normales, lustiges Leben führen und dann halt mit diesen, ja, mit einer Leiche oder mit diesen Kampfhubschraubern konfrontiert werden. Und dann ist es halt einfach witzig, wenn die mit dem Kampfhubschrauber dieses Touri-Flugzeug dann angreifen wollen. Da winkt dann eine Oma raus und so. Das sind also, und der Lacher ist ja da auf der entgegengesetzten Seite. Das ist ja, man lacht nicht über die Alten im Flugzeug, sondern man lacht ja über alle anderen, die den Alten im Flugzeug hinterhergeflogen sind. Und das ist, glaube ich, auch, man lacht auch gar nicht so sehr darüber, dass da denen jetzt eine Leiche auf den Wagen gefallen ist, sondern man lacht eher über diesen peniblen Typen, der da irgendwie die Vogelkacke vom Wagen wischt. Und das findet man, also das ist dieser Hauch von Normalität. Also das ist, man konterkariert Normalität mit etwas, was so krass ist, dass es halt, dass man nur drauf reagieren kann, indem man lacht als Zuschauer. Ja, man findet halt ihn und seine Alltagsprobleme lächerlich. Und dass er sich drum sorgt, dass sein Auto jetzt dreckig wird. Und das ist halt spießig. Genau. Also das, das ist schon klar. Aber man hätte ja trotzdem nicht so ein Ehepaar zeigen müssen. Also der Gag hätte auch funktioniert, wie gesagt, mit zwei Freunden oder mit einem Typen allein im Auto, aber ganz ehrlich, mir persönlich ist es auch ziemlich wurscht, ob es jetzt ein Ehepaar ist, zwei Freunde, ein Typ alleine oder was besonders lustig wäre, wenn zwei Hunde am Aussteuer gesessen hätten. Ja, mir ist es nicht wurscht und ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist und es war halt, wie gesagt, mehrmals und nee, man hätte dann, also ich glaube nicht, dass man zufällig da ein Paar reinsetzt. Ja, es ist halt das Naheliegendste. Man denkt sich halt schon was. Ein Rentner-Ehepaar halt einfach. Man kann auch einen Mann zeigen, der zur Arbeit fährt. Also, ist genauso naheliegend. Ja, auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, dass da in dem Film halt alte Frauen prinzipiell in die Luft gesprengt werden oder irgendwie erschrocken werden. Ja. Wo werden alte Frauen in die Luft gesprengt? Also bitte. Na, da, wo sie in das Flugzeug steigt und man weiß, da ist die Bombe drin und jetzt. Da werden keine alten Frauen in die Luft gesprengt. Nee, das ist nur der Transponder. Das ist nur dieses Ortungssignal. Die werden nicht in die Luft gesprengt. Keine Angst. Na, whatever. Message ist halt die gleiche. Also. So, ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass das tatsächlich passiert in dem Film und ich bin so abgebrüht und runtergerockt, dass mir das vollkommen egal ist. Also, nee, ich glaube tatsächlich, es ist halt nur der Transponder. Das ist das, was ich meinte. Ne? Da wird halt was ist denn ein Transponder? Ja, dieses Ortungssignal von dem, ja genau, die Blackbox von dem Flugzeug halt. Na egal, was ich auf jeden Fall... Na, kann man trotzdem ähnlich deuten. Ja, ich fand auf jeden Fall bei dem Film, was natürlich sehr naheliegend ist, dass im Gegensatz zu The Rock ist der halt einfach viel geradliniger und viel entschlackter, sage ich mal. Und der geht ja einfach noch mehr nur auf Action und Gags, oder? Also du hast da keinen ambivalenten Bösewicht, da hast du halt nur die Superbösewichte, die sich alle gegenseitig nochmal übertreffen, in wie fies sie sind. Die Heldenfigur ist noch heldenhafter, er bleibt an Bord, weil da ist doch diese Frau angekettet und die wird vergewaltigt, wenn ich nicht da bleibe. Und der Typ, der schwarze Mithäftling, stirbt, weil er keine Desinfektions... Diabetes, die Insulin kriegt, genau. Und also da ist er wirklich... nichts an, ja, wie gesagt, Ambivalenz oder irgendwelche Side-Stories, irgendwas, sondern der ist ja voll geradlinig, einfach nur mehr Action, mehr Helden, mehr Böse und alles nochmal hochgedreht, oder? Ja, klar, ja, das meinte ich ja. Ich glaube, das ist so einer dieser Filme, wo auch jeder, der da unterschreibt, auch Bock drauf hat. Also so ein John Malkovich, den man ja sonst aus so Filmen kannte, wie jetzt hier Gefährliche Liebschaften, bisschen feingeistiger unterwegs, der wahrscheinlich voll Bock drauf hatte, diesen Überbösewicht zu spielen. Die sind ja alle, also was das angeht, ist es ja ein Konglomerat an schlimmen Kerlen, die ja sich irgendwie, die sich ja eigentlich nur darin unterscheiden, dass sie ja, wie Eva schon sagte, auch diese Gewalt gegen Frauen,
der, wie heißt der Typ hier, Johnny 23, wenn man mir alles nachweisen könnte, würde man mich Johnny 600 nennen, der Johnny 23 heißt, weil er eben 23 Frauen vergewaltigt hat, der ja dann auch nur so halb an die Leine genommen wird, aber das sind dann, ne, es gibt so ein Gefüge bei den Bösewichtern, also die Bösewichter, die so ein bisschen, ne, wie John Malkovich, das sind ja diese Brainiacs, dann gibt's ja die Nazi-Bösewichter, dann die Duser, wie eben der Diamond Dog, der sagt, ich mach das, bin jetzt, lass mich nur hier zum Lakai machen, weil ich den Leuten das nachher sowieso alles wieder heimzahle. Und dann gibt's ja noch so ein paar Leute, die eigentlich nur ins Flugzeug kommen, weil man sie da braucht, damit das Ding geflogen werden kann und so. Also das ist schon ganz interessant. Und natürlich der Danny Trejo, der da in der Rolle als Vergewaltiger sowieso irgendwie so ein bisschen ganz weit außen steht und ja dann auch irgendwie sogar von anderen so ein bisschen an die Kandare genommen werden muss. Also ich finde, das ist ein ganz gutes Miteinander, was diese Bösewichte angeht. Dave Chappelle spielt da auch noch mit, müsste man vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, der laut Interview mal gesagt hätte, seinen gesamten Text nur rein improvisiert, und ich finde, das merkt man dem auch komplett an. So ein Schwachsinn, wie der da labert irgendwie. Und was ich halt ganz toll finde, also diese Wächterin, die Sally Bishop, die von der Rachel Ticotin gespielt wird, das ist für mich so eine, also für mich ist das so eine tolle Schauspielerin. Ich habe die immer sehr gemocht. In Filmen wie The Bronx oder Total Recall hat die mitgespielt. Ach stimmt, daher kannte ich die, ja. Genau. Es ist keine klassische Schönheit, aber die ist halt auch schon mal so ein bisschen tougher. Und das ist nicht nur ein Damsel in Distress in dem Fall, sondern die Frau hat als Wache dann doch ein bisschen mehr Tiefe, als man erwarten könnte. Ja, ein bisschen schade ist natürlich doch auch, dass sie dann, also weil du ja auch schon angesprochen hast vorher, diese die Freundin von ihm, die am Anfang vergewaltigt wird von diesem Typen und so. Ich meine, alle Bösen, die wirklich böse sind, die kriegen dann ja auch, was sie verdienen und so. Ich meine, obwohl dieser Hannibal Lecter, Steve Buscemi-Typ ja der Überbösewicht sein soll, wird er doch irgendwie dann sympathisch dargestellt und tötet dann ja auch nicht dieses Mädchen mit der Puppe, sondern sieht man ja noch, dass sie lebt, und der überlebt er dann, sitzt am Schluss noch im Casino und so drin. Aber alle, die wirklich unsympathisch und böse sind, die Vergewaltiger, die Nazis, die sterben ja alle. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass halt jetzt nicht diese Sally Bishop halt dann ihre Rache selber durchführt. Oder jetzt auch am Anfang, dass halt immer die Männer müssen dann die Gerechtigkeit wiederherstellen und so. Das verstehe ich dann wie Eva schon auch ein bisschen, dass die Frauen da in dem Film natürlich Beiwerk sind. Das ist tun nett. Ja nicht so viel. Das Interessante ist, ich war damals mit der... Aber wie gesagt... Ja, und er hat ja auch immer noch eine Extra-Geschichte in der Geschichte, so, ne? Also er hat ja immer noch seine eigene Sache zu tun, wenn irgendwo anders irgendwas in die Luft fliegt, dann muss er dann noch seinen Freund retten oder eine Frau retten, oder also er hat immer eigentlich seine eigene Story noch in der Story drin. Hat immer was zu tun. Die Sidequests. Ja, großartiger Gag auch, weil der Film, wie gesagt, sprüht ja vor Gags. Wie gesagt, dieses mit dem, wo sie dann in einer der wichtigsten oder diese große Action-Szene, wo dann halt auf dem Lörner-Flugfeld das Militär anrückt und sie dann den großen Plan schmieden, um dieses Militär auszuschalten. Und dann so, hier, das ist das Flugzeug und das ist das Militär. Und was ist das? Das ist ein Stein. Also da sind schon gute Gags drin, muss man sagen. Ja, allein schon die Karre von dem Colin Meaney, die da einmal durch den Flughafen geschleift wird, mit dem Nummernschild Arskicker. Also das ist irgendwie, ja, es ist halt Testosteron ohne Ende. Mir gefällt der Film aber auch, also habt ihr ihn erkannt, Michael T. Williamson, der den Diabetes-Kranken spielt, der Baba. Forrest Gump, Baba Gump, genau. Ah, stimmt. Der Baba gespielt hat, also daher kannte man den auch. Der war auch super in Fences. Sei hier eben nur mal erwähnt. Ein anspruchsvoller Film. Ich dachte, ich füge es mal ein. Ja, da an diesem, wie heißt er nochmal, dieser DEA-Agent mit seinem Scheißauto und so. Keine Ahnung, wie heißt Colm Meaney, genau. Duncan Malloy. Ja, und das ist halt auch schon so mega witzig, dass du nicht nur in Held und Bösewicht so krasse Klischee-Charakterzeichnung hast, sondern auch noch diesen typischen, also der Typ ist ja von Anfang an unsympathisch und alles, was er macht, ist immer schlecht. Dann gibt er seinem komischen Spitzel noch die Waffe und es geht natürlich schief und er ist immer so blöd. Und dieser Vince Larkin hier von John Cusack oder so, das ist halt so der Gute halt, und der wird dann immer verarscht wegen seinen Jesus-Latschen und so, und es ist alles so
das ist schon alles sehr stringent, eindimensional, keine Ahnung. Ja, ich hab mir tatsächlich zur Vorbereitung auf diesen Cast den Director's Cut oder die Extended Version oder was auch immer angeguckt, die ja auch noch mal ein paar Minuten länger ist und ab 16 ironischerweise, gar nicht so ab 18 wie der gekürzte Film, wenn man so will. Und naja, gekürzt kann man es auch nicht nennen. Also der Film ist tatsächlich ein bisschen länger und hat ein bisschen Charakterzeichnungen bekommen. Also da gibt es dann auch noch mal ein paar mehr Szenen mit Frauen in Büros. Also das ist auf jeden Fall der Frauenanteil erhöht worden in dem Film. Und eben auch noch der von Colin Meaney gespielte Duncan Malloy erzählt auch noch ein bisschen was, warum er so ist, wie er ist und warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Mhm. Also der ist halt nicht nur Kacke, weil er Kacke ist, sondern eben auch, weil er gewisse Fäden zusammenhalten muss. Der Typ, der da gestorben ist im Flieger, dem er die Knarre gegeben hat, das war halt auch so einer, den er seit seiner Ausbildung kennt. Also das Ganze kriegt auch noch mal so ein bisschen Tiefe, die man aber nicht benötigt, um diesen Film zu verstehen. Und lass mich raten, seine Frau wurde von Cyrus the Virus umgebracht oder so. Deswegen ist er noch böse auf dich. Das wär's natürlich noch mal, das wäre so das typische Ding geworden. Genau. Naja. Interessant ist, es ist quasi das Regiedebüt von Simon West, der den Film in bester Michael Bay-Tradition inszeniert, was ganz witzig ist, weil Michael Bay ja bis dahin nur zwei Filme gedreht hat. Aber ich bin 100% sicher, dass Simon West gesagt bekommen hat, Freundchen, du drehst den Film jetzt genauso wie Michael Bay die Dinger vorher auch gedreht hat, weil er ist ja auch hier für Simpson Bruckheimer entstanden, glaube ich, ne? Con Air. Ja. Ja, genau. Also das Briefing war ganz klar. Und Simon West hat nachher noch, das ist noch einer der bekannteren Filme von ihm, Lara Croft hat er gedreht, also Tomb Raider 1. Oha. Und den zweiten und meinen Lieblingsteil von den Expendables. Jo, High Five. Ja, noch ein bisschen Trivia. Der Film hat ja den Negativpreis, wie sagt man hier, er hat ja leider keinen Oscar gekriegt, für was auch immer der denn gekriegt hätte, aber er hat die Goldene Himbeere für eine extra wegen dem Film eingeführte Kategorie, weil wir haben ja noch gar nicht das furiose Finale, wo das Flugzeug dann in Las Vegas auf dem gut befahrenen Sunset Strip landet. Auf jeden Fall hat er eine Goldene Himbeere gekriegt für die Kategorie rücksichtsloseste Missachtung von Menschenleben und öffentlichen Eigentum. Das finde ich schon ziemlich großartig. Das müsste man eigentlich auf DVD-Cover drucken, oder? Ja. Obwohl man sieht niemanden sterben. Bitte. Die weichen da schon genau aus. Das passt schon. Ja, die springen einfach weg. Die sind genauso unsterblich wie der Held. Also, das ist so ein symbolisch für diese, oder wie sagt man? Charakteristisch, wo dann dieses Flugzeug da reinrast und alles in Schutt und Asche legt und dann am Schluss toucht dieser Flügel so einen einarmigen Banditen an, Jackpot und das Geld fliegt raus. Das ist so die Essenz von diesem Humor, von diesen Filmen, so in jeder, ja, das ist halt, es muss immer noch so ein kleiner Gag rein und so, das ist echt, oh. Ja, und es ist halt immer das Spiel mit der Gefahr, also die Gefahr ist der Buddy, die man herausfordert und man wird sowieso nie zerstört. Und es geht nur darum, irgendwie sich in Gefahr zu bringen, damit man irgendwie die Männlichkeit beweisen kann. Und deswegen ist halt alles nur ein Spiel und man gewinnt eh immer. So, das wird halt ständig wiederholt. Aber dann, wo ich es wieder gesehen habe, dachte ich mir auch so, also ich finde es ja lustig, wenn die Filme dann, also das mit dem Stein und so, da gibt es ja gute Gags drin. Aber dann denke ich mir immer so, hey, musst du jetzt in jeder Szene noch irgend so ein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da damals im Kino, wahrscheinlich viele, aber dann sitzt du da drin und dieses krasse Action, überall explodiert, das Teil stürzt ab, alle, der Typ reißt sich den Arm aus und so und dann toucht der Flügel oder das Flugzeug noch den einarmigen Banditen an und dann kommt das Geld raus und dann lachen alle im Kino oder was? Das kann ich mir irgendwie so schlecht vorstellen. Aber es musste noch sein. Wie gesagt, ich saß ja damals im Kino und genau so funktioniert, so funktionierte Film in den 90er Jahren und wahrscheinlich funktioniert es ja immer noch, das ist dieser Comic Relief, dass man eben einfach lachen kann, nachdem sich die ganze Zeit so Spannung aufgebaut hat. Natürlich möchte man eigentlich gar nicht wissen, wie viele Menschen gerade bei dieser Bruchlandung in Las Vegas gestorben sind, die im Wagen blöderweise da abgebogen sind oder die Straße überquert haben oder keine Ahnung was, sondern es ist am Ende, ist es halt wieder so diese, das ist so dieses Überhöhte, dieses Larger than Life. Und das wird dann wieder runtergebrochen darauf, dass eben auch noch mit dem Flugzeugflügel ein Jackpot geknackt wurde. Also eigentlich ist das die perfekte Auflösung der Szene. Ich hätte es gar nicht so anders gebraucht. Und das gab es in den 90ern, in den meisten Filmen war das so, dass man am Ende
nach einer krassen Sequenz dann doch wieder so tump gelacht hat. Ja, muss man ja auch, sonst wäre es ja zu ernst. Also, ja, sonst wäre es ja auch irgendwie moralisch nicht. Also sonst würde man ja auf den falschen Weg kommen, da über irgendwie was ernst zu nehmen oder. Stimmt. Bevor man sich nämlich Gedanken darüber macht, wie viele Leute da gestorben sind, müssen wir nochmal kurz lachen. Und der Bösewicht wird dann auch nicht einfach nur erschossen, sondern er wird auf der Feuerwehrleiter angekettet, fliegt durch zwei Glasfensterscheiben durch, dann wird er bestimmt auch noch erschossen, gevierteilt und dann fällt er landet eigentlich, das fand ich immer sehr absurd, der landet doch auf irgendeinem Ölpumpband und wird dann von so einem Stampfer einfach zermatscht. Wo ich wieder auch jedes Mal dachte, das passt ja gerade, wunderbar, er ist ja perfekt gelandet. Ja, genau. Also ich glaube, es gibt bestimmt diese Ölbohr-Dinger, aber nicht auf dem Sanchez-Trip mitten in Las Vegas. Ja, weiß nicht. Naja, also ich bin sicher, die Macher haben sich den Film Die nackte Kanone angeguckt und dann das Ende gesehen, wie da diese Glaskapelle und die Dampfwalze über diesen Bösewicht gefahren ist. Und sich so, sowas brauchen wir auch. Ja, also der muss halt vernichtet werden, dieser abgrundtief Bösewicht. Ja. Das Böse wird eingestampft. Bösewicht. Dieser Bösewicht. Der Wicht, ja. Ja, aber deswegen finde ich es halt auch immer ganz cool, dass man eigentlich gar nicht so auf die Handlung schauen muss, weil darum geht es halt auch nicht, was die Filme ja selber zeigen, sondern halt einfach ums Zwischendrin. Das Zwischenmenschliche. Ja, die haben sich halt einfach gedacht, hey, wir brauchen einen neuen Actionfilm. Da gibt es bestimmt auch andere Filme, die das Gleiche schon gemacht haben, nur in einem Zug eventuell oder in halt einem Bus. Und haben halt gedacht, hey, wie geil wäre das eigentlich? Auch noch im Angebot. Hochhaus, genau. Stadion. Wie geil wäre das, wenn du das in einem Flugzeug machst? Über Insel. Ja, ja, aber trotzdem, geiler Film. Habt ihr noch was zu Con Air? Nö. Ja gut, dann, ich glaube, ich brauche eine kurze Denkpause. Also besser gesagt, eine kurze Toilettenpause. Ja. Also das schneide ich dann halt raus. Um zu denken auf der Toilette. Es ist okay, ich bin ja auch in einer Minute wieder da. Es tut mir leid. Pinkeln geht immer. Wollen wir auf Pause drücken jetzt, oder? Nee, lass laufen. Also, lass laufen. Genau. Eine Sekunde. Tja, ich als Profi habe einen Eimer herstehen. Ich zieh's hoch und spuck's aus. Jetzt ist meine Mitbewohnerin auf dem Klo. Was? Auch das noch? Gegen die Tür trommeln, dann geht's schneller. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Beeil dich doch. Entspann dich schneller. Du musst in die Küchenspüle pinkeln. Also ich weiß auch, in meiner Jugend, also ich war ja 13, 14, als Con Air rauskam, war es immer so eine, ja fast schon eine Mutprobe, samstagvormittags ins UCI zu fahren, weil die Filme um 11 Uhr halt vormittags liefen und sich für irgendeinen, entweder den Film dann, also ich zu trauen möchte sagen, einmal Con Air, obwohl man noch nicht 16 oder 18 war, weil das Gerücht rumging, dass die samstagvormittags ziemlich locker drauf sind, aber ich habe es bei Con Air versucht und bin gescheitert. Oh Gott. Aber das ist ja auch, du hast ja auch beschrieben, das waren ja so früher die verbotenen Filme. Das habe ich damals noch nicht verstanden, weder bei The Rock noch bei Con Air, warum diese Filme so unfassbar entweder geschnitten wurden, wenn sie gezeigt wurden, oder warum das einfach so, warum die so ab 18 und die Brutalität so gehypt waren. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden, weil ich weiß noch, ich hatte auf VHS, The Rock, Entschuldigung, aber der war ab 16 und Con Air, die VHS, die war ab 18. Und ich meine, das war zwar die geschnittene Fassung von The Rock, aber irgendwie ist doch The Rock um einiges brutaler als Con Air, oder? Also jetzt vor allem die ungeschnittene Version, weil ich meine, wenn da die Leute sich die Eingeweide rauskotzen und sich die Haut auflöst und so. Es ist halt einfach eine andere Zeit gewesen. Ja. Ganz ehrlich, ich meine, heutzutage kommen so Sachen wie Blu-ray 2 ab 18 raus und sind halt ungekürzt. Und die sind halt um einiges härter, ne? Ja, aber es ist ja nicht nur der Härtegrad, der so einen Film quasi ab 18 macht. Es ist die Komplexität der Handlung, es ist vielleicht auch die Überzeichnung des Bösewichts oder sowas. Ich kann mich daran erinnern, dass 2000 Sleepy Hollow von Tim Burton ab 12 war. Ja, und das war ja so, ja. So viel Blut auf einem Meter Zelluloid habe ich selten gesehen. Also ich keine Ahnung, was da die FSK so reitet irgendwie. Ja, wahrscheinlich bei Con Air war es vielleicht auch dieser Johnny 32 oder 23 und so. Solche Geschichten sind halt vielleicht ein bisschen heftiger dann oder so. Weiß nicht.
Vergewaltigung ans Thema. Du hast damals noch immer diese, ich nenne es immer so, diese Schulhofgespräche gehabt, wo halt eine angeblich die ungekürzte Fassung gesehen hat und dann solche Geschichten erzählt hat. Und dann, ja, dann hängt da der Arm von Johnny 23 und überall die Gedärme von ihm. Und dann guckst du den Film halt Jahre später in der Uncut-Fassung an und du siehst halt diesen, also du siehst halt, da hängt der Arm, aber du siehst halt kein Blut und von Gedärm auch weit und breit keine Spur. Aber ich weiß noch, da waren wir echt damals als Teenager voll drin. Also da haben wir wirklich so alle Fantastereien über ungeschnittene Filme dann wirklich mit Freude zugehört und genossen. Das fand ich aber auch schön gemacht, das fand ich eine gute Szene. Ja, dass du halt eben nichts siehst, sondern dann siehst du nur, wie der Arm da hängt und sie tragen dann den Typen weg, der Arm bleibt aber so hängen. Also das fand ich halt lustig. So ein bisschen wie bei Stirb langsam 3, wo sie so meinen, nimmst du die Arme, ich nehme die Beine und dann sieht man, wie Samuel L. Jackson und Bruce Willis den Typen nebeneinander so ziehen. Man weiß, der ist genau in der Mitte durchgeteilt worden, aber man sieht es nicht. Ja. Also sowas finde ich eigentlich clever. Ja, dann sind wir jetzt wieder komplett, oder? Nee, meine Mitbewohnerin ist noch auf dem Klo, wenn wir noch 2 Minuten warten, dann, weil jetzt habe ich ein Klo im Kopf und muss unbedingt. Okay. Ah, jetzt, Moment. Nimm das Headset ab. Tja. Eva Daub, Spezialeinheit. Ups. Das ist, finde ich, zum Beispiel auch Humor, der nicht in die Jahre kommt. Der Humor vom ersten Nackte Kanone-Film. Oder eben auch von diesem Flugzeugfilm oder sowas. Ja, also Airplane gibt es jetzt auf Netflix, den habe ich mir ein paar Tage angeguckt. Es funktioniert nicht mehr alles, aber einiges ist halt einfach nur großartig. Ah, der Film ist aber, das ist einer der Filme, den du eigentlich auf Deutsch besser ist. Wie Nackte Kanone halt auch, gell? Ja. Das meinen Sie doch nicht ernst. Doch, das meine ich und nennen Sie mich nicht ernst. Naja, wie ist der Vektor, Victor? Ich habe auch in 3 verschiedenen Arbeitsstellen den Spruch gebracht, hier, so warst du schon mal in einem türkischen Dampfbad. Oh Gott. Ja. Sie müssen umgehen in ein Krankenhaus. Was ist das? Ein Gebäude mit Ärzten und Patienten, aber das spielt keine Rolle. Es ist nicht die richtige Zeit, sich das Heroin-Spritzen abzugewöhnen oder so. Das ist schon schön. Dass die Lloyd Bridges überhaupt dafür gekriegt haben, Wahnsinn. Ja, was halt auch krass ist, dieser schöne Gag mit diesen 2 Afrikanern, die in der deutschen Fassung halt wirklich bayerisch sprechen und in der englischen halt einfach so ein Ghetto-Slang. Ja. Mir gibt's einen gezupften Hering. Was? Ja, Wampen vom Saffer oder ist der Buckel vom Arbeiten? Du sagst und dann dieser High Five ist großartig. Ja, ich mochte halt Leslie Nielsen als Arzt halt sehr gerne. Ja, super. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Auch in die, genau wie die anderen auch in die Fresse. Und dann der lange Zoom über diese Menschen, die da stehen, inklusive dem Boxer, der da sich schon war. Ja. Und was auch schön ist, als die Stewardess so einem Ehepaar fragt, so, möchten Sie noch etwas Kaffee? Und der Mann so, ja, oh ja, bitte. Und dann dieser Zoom auf die Frau und dann so im Off so, komisch. Zu Hause nimmt Larry nie eine zweite Tasse Kaffee. Entschuldigung, muss ich mir wieder anschauen. Und dann natürlich noch das der kleine Junge, ne, der wo dann die Nonne daneben sitzt mit der Gitarre. Das ist alles dabei, ja. Gut, aber das waren damals diese Airport-Filme. Ne? Es gibt auch ein paar, glaube ich, Gags, die kannst du heute nicht mehr bringen. Zum Beispiel, es gibt eine Szene, die fängt ganz süß an, wo ein kleiner Junge, wie so ein Businessmann gekleidet, sich neben ein kleines Mädchen setzt, das auch sehr edel gekleidet ist. Und er dann fragt, möchten Sie einen Kaffee oder möchten Sie Milch zum Kaffee? Und sie sagt, nein, ich mag meinen Kaffee schwarz, so wie meine Männer. So. Naja. Ja. Ja, cool. Dann tue ich mal so, als hätten wir keine Pause gemacht, oder? Ja. Dann kommen wir jetzt zum furiosen Abschluss von John Woo, Face Off, im Körper des Feindes. Jetzt hatten wir schon den Stu und den Sascha. Eva, magst du mal kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Würde mich auch mal interessieren. wie meine Welt, die Wahrnehmung, ob irgendwas hinbleibt. Also es geht darum, dass sein Sohn getötet wird von irgendjemandem aus Versehen und eigentlich war er gemeint, aber aus Versehen wird eben der Sohn getötet und dann will er da Rache nehmen und
Nee, weiß nicht, ihr könnt mich dann berichtigen. Auf jeden Fall kriegt er sein Gesicht, kriegt er sein Gesicht, er wandelt sich dann um, damit er irgendwie in die Clique seines Feindes kann und da irgendwas ausrichten und dann aufgenäht. Dieses aus Versehen. Ich stelle mir gerade vor, am Anfang des Films, wie Nicolas Cage da mit dem Scharfschützen mir abdrückt und dann halt der Sohn da tot liegt und Nicolas Cage so, hoppala. Er schaut schon ein bisschen, also erstens hat er dann geilen Schnauzer und zweitens schaut er schon ein bisschen erstaunt, wo dann der tote Sohn vom Pferd fällt. Ja, da kann man schon mal staunen, wenn der eigene Sohn stirbt. Ui, ja. Nachher schon der eigene. Also, es tut mir jetzt auch leid, ich habe dir jetzt den Film übertragen zu erklären, der auch wirklich am kompliziertesten ist, muss man sagen. Ist schon ein bisschen kompliziert alles. Naja, also es geht darum, dass er eben dann im Endeffekt ist er halt dann der Feind und dann ist ein Identitätswirrwarr und jeder ist der andere und der andere verwandelt sich dann auch in ihn und irgendwie gibt's dann 500.000 Schießereien, wo alle immer daneben schießen, das ist immer als bei Star Wars. Oh! Und das ist das Einzige, was ich über Star Wars weiß. Und dann, was war noch? Ja. Taub. So im Grunde, oder? Also es geht um diesen Gesichtstausch und dass er dann die andere Frau fickt und das ist die allerschlimmste Ehrverletzung für den anderen, dass dann die Frau gefickt wird. Ne, das stimmt ja jetzt. Weil das ist ja Eigentum und so. Das wird doch relativ lässig durchgewunken am Ende. Das hatte ich auch das Gefühl. Aber dazu kommen wir bestimmt später noch. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, worüber ihr sprechen wollt. Also ich würde gerne eine Anekdote erzählen, wenn das machbar wäre. Eine Anekdote. Ach so. Ja, bitte. Ich habe keinen dieser Filme im Kino geguckt, auch diesen nicht, weil ich einfach zu jung war. Mhm. Ich wollte diesen Film aber unbedingt gucken, weil ich war damals Leser der Cinema und die haben den Film halt sehr großartig besprochen und beworben und da war ich halt ganz, ganz heiß drauf und habe mir wirklich damals für viel, viel Geld, weil ich halt noch Schüler war und ein mickriges Taschengeld hatte, wirklich die VHS-Kassette. Einen Schnurrbart gekauft? Ein Schnurrbart? Nein, den habe ich bis heute nicht. Warum denn nicht? Darüber möchte ich nicht reden. Zu wenig Testosteron, hä? nur Haare auf der Brust, das reicht nicht mehr fürs Gesicht. Ich hab auf der Brust, das ist ja vollkommen egal. Also, ich habe mir dann vorhin gesagt, du hättest mehr. Für für Schüler hätte sie viel, viel Geld diese VHS gekauft. Ich glaube im Otto-Versand oder so, keine Ahnung. Und dann kommt diese VHS und ich musste sie halt von meiner Mutter verstecken, weil der war ab 16 und meine Mutter war gerade in dieser Phase so, du guckst aber nur Filme, die für dein Alter geeignet sind, ne? Ja. Und dann habe ich diesen Film versteckt und wollte ihn halt abends schön gemütlich gucken. Das Problem war nur, gemütlich vor allem, ich habe ihn nicht mehr wiedergefunden. Ich habe wirklich 6 Monate diesen Film gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Du hast ihn so gut versteckt. Wirklich. Ich war mir so sicher, ich lege ihn einfach in den Kleiderschrank zwischen die Pullover und gut ist. Was ich vergessen hatte, dass zu der Zeit meine Oma öfters bei uns war. Die hat ihn dann geguckt. Und die hat einfach sich gedacht, ach, die old Pullover von dem Sebastian, die braucht er ja nicht mehr, die bringe ich mal weg. Ne? Vielleicht kann die ja mein Cousin oder so gebrauchen. Und erst ein halbes Jahr später, als mein Cousin endlich bei meinem Oma aufgeschlagen ist, bekam ich die Information, hier liegt übrigens auch eine VHS-Kassette von ihr rum. Da warst du dann auch schon 16 wahrscheinlich. Ja, so gut wie, genau. Hat ihn deine Oma geguckt? Hat sie sich gedacht, ach, der John Travolta, das ist doch der aus diesem Grease und Dings oder was auch immer, den schaue ich mir mal an. Oh, den sehe ich immer so gerne. Nein, für meine Oma gibt es nur 3 wirkliche Prominente und das sind die Flippers. Immerhin. Und ob die jemals das Gesicht getauscht haben, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich schon. Das heißt, nur keinem aufgefallen. Okay, ja. Also was ich noch hinzufügen würde zu deiner guten Zusammenfassung ist halt, dass John Travolta ist halt der Kopf einer Polizeieinheit, also eigentlich der Chef von dieser ganzen Geschichte und Nicolas Cage spielt halt so einen super Bösewicht. Ja, der Kopf heißt Sean Archer und der Terrorist heißt Caster Troy. Genau, und zu diesem Gesichtstausch kommt es, denn sie fassen ihn dann doch und er wird, man denkt, zuerst getötet, weil er von irgendeinem Riesenventilator gegen eine Gitterwand geschleudert wird und deswegen denken alle, der wäre tot. Halt immer so ist. Dann kommt aber irgendwie raus, weil sie dann noch so eine Disc kriegen und dann heißt es, ja, aber er hat vor seinem Tod noch einen Riesenbombenattentat irgendwie geplant und da müssen sie jetzt rausfinden, wann das stattfindet, wo das stattfindet und deswegen lässt sich dann John Travolta lässt sich dann das Gesicht von diesem im Koma liegenden, weil er ist doch nicht ganz tot, er wird noch künstlich am Leben erhalten, lässt sich dann das Gesicht von diesem Superverbrecher Nicolas Cage auf sein Gesicht drauf basteln, diese Handlung erzählt, dass er seinen Bruder, also von diesem Verbrecher, den Bruder befragen kann, wo ist diese fucking Bombe?
Ja. Ja. Kennt ihr den Begriff des Elevator Pitches eigentlich? Nein, ich hatte noch eine Frage auch. Ach so, ja, bitte schieß los mit der Frage und dann. Wurde jetzt, aber es wurde der ganze Körper umgewutzt oder nur das Gesicht? Und es die Stimme wurden, halt mit irgendwelchen Nanotechnologien oder so, das ist halt ja, 90 möglich und der war. Frau von dem anderen ist nicht aufgefallen, dass der Penis anders aussieht oder der Körper komplett anders. Das war wahrscheinlich durch Zufall identisch. Ja. Die Rettungsringe. Komplett identischer. Weißt du, das ist es ja gerade. Das war ja der eigentliche Grund, warum sie sich gehasst haben. Nicht der Tod des Sohnes. Es war einfach der Kampf. Wer hat den größeren Penis? Ja. Man hatte halt den komplett identischen Verdacht, Penis. Ja. Ja, genau. Nee, das fand ich etwas verwirrend. Also die Körperbehaarung wird doch durch Laser, die Körperbehaarung wird durch Laser angepasst und die Rettungsringe werden auf natürliche Weise entfernt und so. Ganz clever gemacht. Ich habe mich nur gefragt, wie haben sie dann dem Caster Troy, also dem Nicolas Cage, mussten sie die Rettungsringe von John Travolta dann ja irgendwie dran machen? Ja, Schweineringe vielleicht. Die lagen wahrscheinlich auch noch im Lager, deswegen hat man die dann da wieder reinbringen. Das darf man gar nicht hinterfragen. Und der Körpergeruch, den hat die Frau auch nicht bemerkt, dass der komplett anders riecht. Also wir können uns darauf einigen, wenn Nicolas Cage nicht die Rolle gespielt hätte, sondern John Candy, das stelle ich mir auch lustig vor. Wir können uns auf jeden Fall, bevor wir weiterreden, darauf einigen, dass wir das ein bisschen, diese Realismus-Geschichte, so ein bisschen hinten anstellen jetzt, okay? Also, dass der Typ nach 2 Tagen diese komischen Narben nicht mehr im Gesicht hat und so. Das ist Hightech, das ist super Astronautentechnologie, das verstehen wir nicht. Das ist, wann der Film spielt, wer weiß genau, ist egal. Sascha, du wolltest einen Elevator-Pitch pitchen. Genau, das ist ja so, der Elevator-Pitch ist ja sowas wie, du musst quasi während einer Aufzugfahrt jemanden eine Idee verkaufen. Und ich habe mir das bei 3 Filmen sehr, sehr schwer vorgestellt. Und da verstehe ich auch nach wie vor nicht, wie Menschen vom Produzenten dafür Geld erhalten haben. Das eine ist hier. Gremlins 2? Nee, da müssen wir erst gehen. Also das Pitch, das Brainstorming-Meeting ist ja legendär. Nee, aber ja. Bei eben Face-Off im Körper des Feindes. Allein, ne, Eva, du hast dich ja schon ein bisschen schwer getan, die Handlung wiederzugeben. Ich glaube, selbst jemand, der versiert darin, weil er das Drehbuch geschrieben hat, versiert darin ist, diese Handlung wiederzugeben, hat damit seine Probleme. Dann Matrix. Ich konnte die nach dem Film sehr gut wiedergeben, nur ich habe das mittlerweile wieder vergessen. Zu Recht. Und bei Matrix ist es zum Beispiel auch so, ne? Erklär das mal jemandem, nur lebt jemand in so einer Parallelwelt, aber dann doch nicht, und eigentlich ist es eine Batterie und ist auch alles egal, weil im 2. und 3. Teil reißen wir alles mit dem Arsch nieder, was wir im 1. aufgebaut haben. Und dann Inception. Und ich meine, Inception ist ja riesiges Blockbuster-Kino, was ja auch noch richtige, das ist dann auch so, ja, wir haben nicht verstanden, was sie meinen, aber wenn sie Leonardo DiCaprio dafür kriegen, machen wir das. Also das sind so 3 Filme, wo ich so denke, Hut ab vor der Chuzpe, so einen Film zu drehen. Und bei Im Körper des Feindes, finde ich, war es halt genauso, total absurd und albern, Nicolas Cage und John Travolta miteinander zu vertauschen, dann auch noch sowas zu sagen wie, naja, wir machen mit der modernsten Technik, können wir dann ja auch die Heilung beschleunigen und die Körpergröße, die abweichende Körpergröße ist zu vernachlässigen. Und da wird gar nicht... Keine weiteren Fragen. Abweichende Penisgröße ist zu vernachlässigen. Na, wie gesagt, die ist identisch. Also wie gesagt, die beiden haben eigentlich, deswegen klappt diese Prozedur, meine Theorie. Ja, das wurde vorher... Es basiert halt auf demselben Penis. Und da hängen halt nur unterschiedliche Leute dran. Die wurden halt einfach nur ausgetauscht. Und deswegen denke ich mal, jeder durfte seinen Penis behalten am Ende. Was gibt's da? Ich habe den Anfang des Satzes nicht verstanden. Gibt's da so ein Porno-Remake, so Penis-Off und dann, was war der Anfang? Nee. Nee, aber kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich finde in dem Zusammenhang auch den Satz schön, daran hängt alles. Aber ganz ehrlich, so Porno-Off, ich meine, im Körper des Feindes passt doch schon perfekt. Es heißt aber, ja aber ich glaub, auch der Face typ in dem off, Aufzug, nicht Body off. Ne. Ich glaube, der Typ in dem Aufzug hat einfach gesagt, zu dem Agenten oder zu dem Studio Executive hat er gesagt, hey, hast du The Rock und Con Air gesehen? Jo. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen noch einen Film mit Nicolas Cage und den macht John Woo und John Travolta ist auch dabei. Und hat der Typ gesagt, okay, hier hast du 200 Millionen und es passt. Worum geht's? Keine Ahnung. Dazu muss man natürlich jetzt sagen, John Woo. Ne? Das ist ja auch ein großer Name des 90er-Jahre-Kinos gewesen. Der kam ja aus Hongkong, hat da ja Filme wie Better Tomorrow 1 und 2 gedreht und Killer und was war noch? Bullet in the Head. Genau. Hardboiled, hat er nicht auch Hardboiled gemacht? Genau, Hardboiled war sein Abschied sozusagen.
Und er kam dann ja rüber und musste, wie so viele Hongkong-Regisseure, erstmal an Jean-Claude Van Damme vorbei. Und hat mit dem ja dann Hard Target gedreht. Und da hat man schon so gemerkt, John Woo bringt noch so einen besonderen Regiestil rein. Und der hat halt auch ähnlich wie Michael Bay hatte der auch so eine ganz eigene Handschrift, die man halt im westlichen Kino so noch nicht so gesehen hat. Und deswegen war das relativ frisch und relativ belebend. Und nach Harte Ziele mit Jean-Claude Van Damme hat er ja dann auch mit Christian Slater und John Travolta den Film Operation Broken Arrow gemacht. Ist der auch von John Woo? Ja. Der ist auch von John Woo. Aber da sind doch gar keine weißen Tauben drin, oder? Doch. Echt? Wo? Wenn du doch, klar, sicher. Also, ach, den muss ich wieder sehen. Ist lange her, lange her. Ja, das ist, ja. Und natürlich dann eben auch da schon irgendwie wahrscheinlich diese Freundschaft mit John Travolta entstanden und dann eben auch Face Off. Und Face Off war ja so der letzte große John Woo-Film in Hollywood, der irgendwie mit guter Kritik versehen wurde. Danach hat er ja, glaube ich, den zweiten Teil von Mission Impossible gedreht. Und Windhawkers kam dann noch und Paycheck und Paycheck, er hat sogar mal irgendwie so einen Director-DVD-Film mit Dolph Lundgren gedreht. Blackjack? Blackjack, ja, genau. Ja. Das war eine Serie, es war ein Pilot für eine Serie. Ah, okay. Was ja diesen John Woo auszeichnet, ist ja, er wird ja so als King of diesem Heroic Bloodshed beschrieben. Denn in Hongkong seine Actionfilme waren sehr blutig, sehr viele Projektile flogen umher, gepaart mit sehr vielen weißen Tauben. Und er hat halt Religion, ne? Genau. Ist ja auch immer so. Und er hat halt seine Schusswechsel inszeniert wie ein Ballett, wie ein Tanz. Und ich glaube, in Broken Arrow, wie in Hard Target, gab es davon schon so kleine Happen zu sehen. Und in Face Off hatte ich das Gefühl, da hat Hollywood gesagt, weißt du was, John, darfst du machen. Tob dich aus. Und das hat er getan. Deswegen muss man die goldenen Knappen von Nicolas Cage auch eher als Ballettschuhe betrachten. Ja, kommen wir wieder dazu. Eva, du hast den das erste Mal gesehen, richtig? Natürlich. Was waren so deine Gedanken während dem Schauen? Rate mal. Neuer Lieblingsfilm. Dieser John Travolta ist ja geil. Genau, ich war so geil, ich konnte mich überhaupt nicht auf den Film konzentrieren. So ging's mir, also bei John Travolta. Ja, das ist. Nee, aber hast du den, warte mal, den hast du, du hast ja geschrieben, du hast zuerst Con Air, dann Face Off und dann The Rock gesehen. Also es war jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, ja, aber. Also ich habe erstmal dann eine Pause gebraucht. Und dann. Weil nach Con Air kann ich mir vorstellen, dass Face Off doch schon eine andere Liga ist oder eine andere Nummer halt irgendwie, oder? Inwiefern? Von der Komplexität. Von der unrealistischen. Ja, also seien wir ehrlich, also die Geschichten bei Con Air wie bei Face Off sind halt Strulle. Also da müssen wir drüber reden. Ja, richtig. Ich finde aber, ich habe mir den. Ja, genau, deswegen konnte man umso besser deuten. Also das, wenn es nicht um die Geschichte geht, kann man ja umso besser. Ja, also ich fand es ganz lustig, also dieses Hin und Her, wer ist der Böse und in jedem Guten ist auch ein Stück vom Bösen und irgendwie kann man dann den Bösen und den Guten doch nachvollziehen und tauscht so ein bisschen Familien. Also es ist so immer so eine Angst, in das Böse reinzurutschen, wie man ja bei Con Air auch hatte, dass man sich erst beweisen muss, dass man der Gute ist und auch dann erst wieder zur Frau zurückkommt, wenn man den Auftrag erfüllt hat und dann auch erst die Familie wieder genießen darf, wenn man sich bewiesen hat, dass man das jetzt gemacht hat. Also so diese ganzen klassischen Sachen, auch mit diesem Hirschkampf zwischen den beiden. Und also das sind ja so ganz wiederkehrende Sachen. Und auch, dass die Frau so das Moralbarometer ist, wo man alles dran misst und dann immer, die muss einem dann verzeihen und so. Also und wenn sie, also es ist im Grunde halt wie so ein Märchen, wie Schneewittchen, nur anders. Nur ein bisschen konservativer, weil man permanent dieses Familienbild irgendwie sich anwanzt und sich das verdienen muss. Und ja, also diese unverwundbaren Maschinenmänner, die halt keinerlei Gefühl zeigen, bis sie nicht ihren Auftrag erfüllt haben. Das ist halt toxisch hoch 10, wem so das was sagt. Und also es ist keine einfache Identitätsfindung, das Ganze. Also. Hättest du vor 23 Jahren dazu auch gesagt, dass es toxisch ist? Ich glaube, da kannte ich den Begriff toxische Männlichkeit. Ich glaube, der ist nicht neu, aber noch nicht so lang so bekannt. Aber ich glaube, das wäre mir auf jeden Fall aufgestoßen. Ist halt nur die Frage, konnte man damals toxische Männlichkeit besitzen, ohne dass es, also, dass man es als solches in den 90ern beschreiben wollen? In den 90ern. Das Gespräch gibt es ja schon seit den 70ern.
Weil ich meine, es gibt halt auch eine gewisse Unschuld in sowas. Ja, aber nicht Ende der 90er. Weiß ich nicht. Also das ist halt auch so eine Sache, weil jetzt ich bin sehr ambivalent, was diesen Film angeht. Ja, man müsste halt mal einen neueren Film in der Art gucken, ob sich da viel geändert hat oder was sich geändert hat. Das wäre ganz interessant. Aber was ich halt auch ständig da beobachte, ist halt dauernd, die Frauen werden dauernd in die Lage gebracht, dass sie sich um ihre Männer sorgen müssen und die machen trotzig wie kleine Kinder dauernd gefährliche Sachen, um irgendjemanden zu retten und dann, also eine Form von Co-Abhängigkeit und der eine muss dann irgendwie, also dann treffen sie sich dauernd nicht, also dieses Unverwundbar-Ding. Ich weiß nicht. Und dann muss die Frau am Schluss dem vergeben und dann ist alles gut. Und damit hatte ich auch ein bisschen ein Problem. Also ich finde, die machen das schon immer ganz clever, wie sie die Leute dazu bringen, diese tödliche Supermission nochmal anzugehen. Weil würdest du das machen, wenn du jetzt natürlich der Superpolizist bist und ein großes Ehrgefühl hast und natürlich auch unschuldige Menschenleben schützen willst? Oder jetzt auch in The Rock? Ich meine, natürlich kannst du sagen, hey Leute, das ist nicht meine Aufgabe, fick dir ins Knie, da mache ich jetzt nicht mit. Aber wenn es natürlich heißt, bei John Mason zum Beispiel hier, ja, aber wenn du jetzt nicht mitmachst, dann schießt der halt San Francisco kaputt und da ist deine Tochter und die stirbt dann halt. Oder jetzt auch bei Face Off so irgendwie, wenn du das jetzt halt nicht machst, dann jagt der Typ halt irgendwie, welche Stadt auch immer das ist, halt in die Luft. Deswegen muss er es halt machen. Aber ich habe mich gefragt, ich würde doch meiner Ehefrau dann trotzdem erzählen, ja, sorry, ich mache jetzt diesen Auftrag. Ich meine, die würde natürlich sagen, oh Gott, spinnst du eigentlich? Aber trotzdem kann man das ihr irgendwie schonend beibringen, so, hey, ich will diese Stadt retten und Millionen von Menschen leben und ich muss jetzt was Komisches machen. Ich bin jetzt mal kurz weg. Aber er sagt ja ihr gar nichts irgendwie. Finde ich, hat sich auch so durchzieht, dass halt mit den Frauen einfach nie auf Augenhöhe gesprochen wird. Ja. Die sind immer die unwissenden Dummchen, die dann emotional handeln, dann kann man wieder zeigen, wie sie rumheulen, weil sie ja nichts checken und dann irgendwie, dann muss man es ihnen erklären und dann, aber also im Grunde, also jetzt, ich weiß nicht, ich habe halt die Sichtweise für mich so einfach, dass ich immer das so sehe, dass er halt, er will eine Familie, aber er, also irgendwie ist wurscht warum, aber er darf nicht, weil er erstmal was Wichtigeres zu tun hat und wenn er das bewiesen hat, dann darf er sich seiner Familie widmen. Also so eine totale Angst, jetzt irgendwie für die Familie nicht männlich genug oder nicht geil genug zu sein, um sich jetzt einfach so einem Familienleben zu widmen, aber im Grunde eine tiefe Sehnsucht nach Familie. Also das lese ich da, weiß ich nicht, Küchenpsychologie. Ja. Nee, also für mich ist das wirklich immer so dieses gleiche Muster. So, er ist halt depressiv und irgendwie traumatisiert, weil halt sein Sohn getötet wurde von diesem Typen. Ja. Deswegen wird er innerlich von Rache zerfressen und muss diesen Typen halt aufhalten. Genau, also es gibt halt immer so einen Auslöser und dann geht's los. Also ich würde es eher runterbrechen auf Ordnung und Chaos. Also der John Travolta als Sean Archer, das ist eher der Typ, der versucht, Ordnung in sein Leben zu bringen. Sein Sohn ist tot, das war das disruptive Element. Er versucht jetzt aber trotzdem irgendwie diesen Bösewicht, der Unordnung in sein Leben bringt, in das Leben von allen bringt, dem versucht er habhaft zu werden. Und der Nicolas Cage, bei allen Dingen, die er da so tut, ist ja so das komplette Gegenteil. Der ist überhaupt nicht irgendwie selbstdiszipliniert, der ist komplettes Chaos, der bringt alles durcheinander. Und ich finde, der Film lebt davon, wie so eine moderne Version von, ich glaube, das wurde auch geremaked, Freaky Friday mit Jodie Foster, wo sie den Körper der Mutter und die Mutter in den Körper von der Tochter schlüpft. So ein bisschen ist das auch so. Chaos schlüpft in den Körper von Ordnung, Ordnung schlüpft in den Körper von Chaos und dadurch wird beider Leben irgendwie, also die beiden Seiten werden dadurch irgendwie interessanter und ausgeglichener. Und das fand ich persönlich ganz, ganz, ganz originell an dem Film. Ich habe aber ein Riesenproblem mit dem jetzt, also man muss dazu sagen, Im Körper des Feindes ist für mich ein Riesenfilm aus den 90er Jahren. Ich habe den geliebt, ich habe den gefeiert, ich fand den ganz, ganz großartig. Und umso schlimmer fand ich das, als ich den vor 3-4 Monaten zum ersten Mal nach 20 Jahren oder 18 nochmal gesehen habe, wie unfassbar dämlich ich den gefunden habe. Ich fand den John Travolta unglaublich schlecht in seiner Rolle. Ich fand Nicolas Cage, der hat einfach nur alle Regler hochgedreht so und einfach komplett irre gespielt die ganze Zeit. Ich fand alles unrealistisch, ich fand alles nervtötend. Es hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Der Regiestil von John Woo, den fand ich so überholt, also viel überholter als diesen Michael Bay-Viertel fand. Überall fliegen Tauben raus. Man kam sich vor wie bei einer Zaubershow. Also ja, ich finde, ja. Ich,
ich saß fassungslos davor und dachte mir, wie konnte mir dieser Film so unglaublich gut gefallen? Der wird ja immer noch gefeiert von ganz, ganz vielen Menschen. Und ich fand den jetzt einfach nur dämlich. Ja. Und es ist, halt, ist auch also, ich finde den richtig doof. Ich fand den auch so uncool. Also der schafft es überhaupt nicht so wie Tarantino oder so. Also ich finde, das sind genauso Sachen, über die sich Tarantino eigentlich lustig macht. Also so dieses auf so einer ironischen Ebene. Und immer wenn man irgendwie gerade dann so eine, ich weiß nicht, irgendwelche verzwickten Situationen und dann wird das ausgesprochen. Also es war ein paar Mal, einmal, ich weiß nicht mehr, wo war das, war, da sagt er dann, ach, das ist ja eine bescheuerte Idee. Das, also er spricht das so aus, das, was man sich denkt, und das macht die ganze Situation, die Szene so kaputt. Nein, sag das doch jetzt nicht, das ist so uncool. Das habe ich, ja, hab ich vorher ganz vergessen zu erwähnen. Wusstet ihr, dass Quentin Tarantino bei The Rock wohl als Skriptdoktor, also als Ghostwriter mit an Bord war? Aber ungenannt, ja, ja. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht ablenken. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Hattest du noch was, ist Eva? Ja, ich, also halt auch, dass der Böse ist halt natürlich auch nicht fähig, eine Familie zu haben, und dann muss der Gute, als er dann bewiesen hat, dass er wirklich der Gute ist und seine innere Böse, also seine Wut gegenüber dem anderen, die er in ihm so gebrodelt hat, das hat er dann besiegt und das Gute hat gesiegt, und dann kann er auch der Vater von dem Sohn des Bösen sogar sein, weil er, ja, aber der Böse, der auch noch ja natürlich Adam, nicht Adam heißt, der auch noch Adam heißt. Natürlich. Oh Mist. Aber was ich zum Beispiel total geil fand, ist, also eigentlich, wenn du so überlegst, okay, pass mal auf, wir haben hier eine Bombe, du musst dich in diese gegnerische Gang einschleusen und versuchen herauszufinden, wie man diese Bombe entschärft. Ja. Das ist aber, das spielt keine Rolle mehr in der Handlung. Das ist irgendwie, sagt dann der Kester Troy, Sean Archer, der sagt dann ja einfach nur, ja, wir entschließen uns jetzt einfach mal um und entschärfen die Bombe und werden noch viel böser, weil wir jetzt legal agieren können. Das finde ich aber gut. Und das, ich finde das total plemplem, weil tatsächlich der Nicolas Cage als Terrorist ist gar kein Terrorist. Er begeht ja keine Attentate, weil das ein Anliegen für ihn ist oder weil er so besonders irre ist, wie er immer dargestellt wird, sondern weil er Geld dafür bekommt. Denn es wird ja immer von dem Auftraggeber, der Auftraggeber hat uns ja 10 Millionen, und das ist ja, hier sagt ja dann der andere, der kleine Bruder, ja, hier Salz in die Wunden, dass wir das Geld nicht bekommen. Das interessiert einfach keine Sau. Der Typ ist einfach nur, der macht halt einen Job, der lässt sich dann irgendwie einspannen dafür. Und jetzt sieht er, naja gut, jetzt bin ich dann jetzt mal der Sean Archer und verhalte mich auch dementsprechend. Und ja, kann jetzt auf legale Art und Weise mich bereichern. Ich finde das aber durchaus menschlich. Also ich finde das ganz cool, wie er das dann macht. Und dann, dass er sich halt denkt so, hey, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich jetzt hier, ich bin eigentlich der böse Terroristenarsch und so, aber ist doch auch geil, weil der Typ ist ein Narzisst und ein Psychopath und sonst was. Und der hat keine Motive so richtig. Also ich meine, ja, er hat Geld, er hat Drogen, irgendwie Frauen. Da sieht man auch später in seinem Hideout, was da halt abgeht. Und ihm ist eigentlich scheißegal. Aber dadurch, dass der so narzisstisch ist, finde ich es natürlich geil, dass er als Held gefeiert wird in den Medien und halt alle in der Nase rumführt. Führen kann. Ich finde das schon eigentlich ganz nachvollziehbar. Also wenn ich jetzt ein Superterrorist wäre und mir eigentlich alles scheißegal ist, weil ich habe ja alles, was ich brauche, dann würde ich halt auch mal versuchen, so, ach komm, dann mache ich das noch mit. Also ich will jetzt hier nicht, will mich nicht in die Rolle hineinversetzen oder so. Aber ich fand das eigentlich ganz cool. Und ich finde eigentlich, diesen Plot, so blöd er ist, eigentlich voll genial, weil es ist halt irgendwie, wie du schon gesagt hast, so, ja, ich muss mich jetzt da so einschleichen, und dass du diese Sci-Fi-Story hast, so mit Gesichtertausch und so. Ich hatte auch immer so Horrorfilm-Vibes, wo dann er das erste Mal in diese Gefängniszelle kommt, wo Nicolas Cage denkt, er wird jetzt befreit. Er hat jetzt die Information, jetzt wird er befreit, und dann kommt John Travolta da reingelaufen. Und du siehst so, wie es bei Nicolas Cage so ein bisschen rattert, und er sofort checkt so, oh fuck, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen, und ich weiß genau, dass das jetzt richtig scheiße ist und so. Wo er dann zu der Familie fährt und so, und du weißt, hey, das ist der Typ, der den Sohn umgebracht hat, und jetzt ist er da bei der Frau zu Hause und so. Und da muss ich sagen, finde ich es ein bisschen unkonsequent, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, so, ja, hey, Alter, der bumst jetzt die ganze Zeit die Ehefrau, dessen Sohn er gekillt hat und so, und das wird dann so weggewischt. Aber eigentlich hättest du es viel krasser machen können. Ich meine, er macht sich dann ja auch so ein bisschen an die Tochter ran und so, und da dachte ich mir so, oh Gott, das ist ja eigentlich voll schlimm alles. Aber das schöpft der Film nicht aus. Eigentlich hättest du da einen krassen Horrorfilm draus machen können. Oder so einen krassen Psychothriller. Wenn du überlegst, was Quentin Tarantino daraus hätte machen können, wo der Name eben schon mal gefallen ist.
Das ist das, du merkst, es kratzt alles nur an der Oberfläche. Das ist auch alles egal. Das ist auch, ich hatte keinen einzigen Moment den Gedanken, oh, jetzt ist irgendwie gerade die Situation doof, weil jetzt irgendwie der falsche John Travolta bei der Ehefrau ist. Das war irgendwie so, weiß ich nicht, das ist irgendwie so, das wird so weggewischt. Auch sowas. Ich fand auch diese Manierismen, dass er dem Kind auch über die Augen wischt oder seiner Frau über die Augen wischt. Das fand ich so nervig. Das mache ich jetzt mal, damit man auch weiß, dass man mich wiedererkennt an so einer Geschichte. Nicht an dem andersförmigen Penis. Oder dass man drüber redet, so, über irgendwas Vergangenes, naja. Gut, das haben die dann ja auch noch gemacht. Soll er dann diese emotionalen Szene dann irgendwie vor seiner Tochter und seiner Frau seinen Penis rausholen und sagen, schaut halt, ich bin es. Schau das. Da bin ich rausgeschossen, Papa, das erkenne ich. Aber, nein, ich wisch dir durchs Gesicht. Ja, eben. Und oder dann auch sowas wie, glaube mir, wenn du meine Blutgruppe überprüfst. Ja, wo ich auch so denke, gut, auch das schlecht gealtert. Heutzutage würde man sowas sicherlich anders machen. Aber damals hat man dann ja auch noch die Blutgruppe dann eben überprüft. Ja, oder man sagt auch halt einfach ihr Lieblingslied oder den letzten gemeinsamen Urlaub, was man da gegessen hat. Und dann glaubt sie es vielleicht auch. Naja. Aber nee, Blutgruppe. Ist ja auch Ärztin. Ist ja auch eine schlaue Frau gewesen. Ist ja auch eine Ärztin. Ja. Aber das mochte ich halt. Was ich mochte war, dass Nicolas Cage schon, oh Gott, hier sieht ja alles gleich aus. Das ist ja ein Spießer-Idyll. Ne? Also ja, genau. Das gefiel mir eigentlich schon ganz gut irgendwie. Aber das war wieder dieses Komponente Chaos in dem Bereich der Ordnung. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Aber wie gesagt, da wurde nicht so richtig was draus gemacht. Ja, und genau, weil eigentlich, halt so wenn er der Psychopath geblieben wäre, weil wo er dann zum Beispiel dieses nette Candlelight-Dinner macht und so, und dann lebt er sich da so ein bisschen ein und findet es natürlich ganz witzig irgendwie jetzt halt, aber das hätte man viel, viel fieser machen können. Also, wo er dann, ich will heute einfach nur, dass wir nach oben gehen und so. Und das ist dann irgendwie so vom Ton so ein bisschen komisch. Also da fällt er dann seine alte Rolle zurück und so. Und ich hätte das gerne gehabt, wenn dieses sich austoben in der Rolle von diesem neuen super Cop und so, dass er das alles noch mehr ausnutzt. Obwohl, der macht's ja auch. Er bringt ja zumindest seinen Vorgesetzten noch um und so. Das fand ich schon alles ganz spannend irgendwie. Und auch, was ich auch noch sagen muss, Entschuldigung, noch eine kurze Sache, welche Szene ich immer noch sehr feier ist, was halt an Kreativität, an Action-Ding, ist dieses Gefängnis mit Magnetschuhen. Großartig. Und diesen ganzen Naturdokus, die dann so im Fernseher laufen. Ja. Das fand ich super. Also ich meine, wie gesagt, die Szene ist auch ein bisschen vielleicht zu lang, und obwohl es hat schon so einen emotionalen Impact, wo dann, wie gesagt, er rausfindet so, scheiße, der Typ lebt, der ist jetzt ich, der schläft wahrscheinlich mit meiner Frau und das ist alles ziemlich uncool, und dieser Bruder wird jetzt freigelassen und so. Das ist auch eine schöne Szene, wie er in diesem Verhörsaal sitzt und dann Tiramisu singt und so. Das finde ich alles ziemlich cool, aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Eva. Tiramisu wolltest du machen. Tiramisu. Ja, aber also hattet ihr nicht das Gefühl, dass er da in die andere Familie kommt als Böser und dann da ein bisschen Gefallen dran findet, also kurz in so Momenten? So habe ich das kurz gedeutet, dass es ihm vielleicht doch so ein bisschen, dass sie sich so gegenseitig so ein bisschen verstehen. Aber das wurde dann auch ganz schnell kaputt gemacht, als die Tochter dann geküsst wurde von ihrem Freund und wollte das nicht, oder angehend irgendwas Date, und dann schießt er dann aus dem Haus und verteidigt sie und schlägt den total brutal. Dass er das überhält. Ja, eben, ja, eben aber nicht. Also da dachte ich mir, das kann man jetzt so deuten. Ja, oh, wie fürsorglich. Aber andererseits ist es ja doch wieder nur so ein Klarstellen, wie die Besitzverhältnisse sind und Revier markieren. Und jetzt hier das Sexuellleben meiner Tochter, das habe ich jetzt hier aber in den Händen. Und irgendwie, also, ja, genau, aber konsequent wäre es gewesen, wenn er als Psychopathenterrorist halt eigentlich, es klingt jetzt böse und natürlich total schräg und fies oder so, aber er will doch die Tochter halt auch bumsen. Keine Ahnung. Also das wäre halt der ultimative finstere Twist gewesen oder so. Das hätte den Film halt nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben, aber das haben sie natürlich alles nicht gemacht. Das wäre natürlich krass gewesen. Das wäre dann zu krass. Dann wäre es der Film erst ab 30 gewesen. Oder ab 6, je nachdem. Also ich sehe das schon ein bisschen anders. Also es gibt da so eine Sequenz, wo Nicolas Cage, also der John Travolta Nicolas Cage, sich zu seiner Tochter setzt und ihr dann auch so Dinge offenbart oder ihr auch Dinge sagt,
die er eigentlich gar nicht wissen konnte. Die konnte er eigentlich nur wissen, weil ja Sean Archer das im Vorfeld ja auch erlebt hat. Nämlich seine Tochter hat ja nun ein Selbstfindungsproblem, auch seit dem Tod des Bruders. Und Nicolas Cage spricht es dann ja auch an und bringt das dann ja auch auf den Punkt, sagt dann sehr, sehr viel Wahres. Und das fand ich zum Beispiel, da war der so out of character, wie es nur ging. Das habe ich ihm also auch null abgenommen. Es war wichtig für den Film und wichtig für die Entwicklung, auch um zu verstehen, warum die Tochter nachher so ist, wie sie ist, nämlich dann eben auch mit der Knarre und so weiter. Aber warum Nicolas Cage in seiner Rolle als Kester Troy, in seiner Rolle als Sean Archer, das dann wieder anspricht... Eben, ich glaube, da haben die Drehbuchautoren auch irgendwie diesen Überblick verloren. Ja, weil er dann endlich als Böser so dieses, also die nötige Coolness hat, mit der man mit Teenagern halt reden muss. Naja, er hat aber auch wiederum, also das, ironisch gesagt jetzt, die Ordnung wieder gefunden, die er sich immer wieder gewünscht hat oder zu wünschen schien irgendwie. Ja. Und ich glaube auch, dass er jetzt die Tochter rettet aus dem Auto. Es war so also ein Date Rape eigentlich fast schon. Das ist gar nicht so dieser Besitzanspruch, sondern das ist dann auf einmal schlüpft er wirklich sehr in diese Vaterrolle. Das heißt, der übernimmt etwas, was er ohne diesen Körpertausch gar nicht kannte. Und deswegen, ich sehe das gar nicht so negativ oder gar nicht so als besitzergreifend, aber natürlich auch komplett out of character in irgendeiner Form. Ja, aber in der Form halt dann doch wieder im Charakter, weil er ja dann eben doch wieder so gewalttätig ist und man ja weiß, okay, eigentlich, alles in allem, ist die Tochter ihm halt wurscht. Also das sieht man ja dann später wieder. Also in dem Moment denkt man, oh, fürsorglich, aber dann alles in allem ist es eben dann doch aber für das mich Problem dieses ist, die Besitz... genau. Dings. Aber das Problem ist, dass ich in der Szene halt auch das Gefühl habe, ich glaube, John Travolta, wenn er noch John Archer gewesen wäre, der hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Hätte sich genauso verhalten. Genau, eben. Weil der Typ ist auch so ein missmutiger, depressiver Typ und der ist halt auch ein bisschen hardcore und so, also auch ein bisschen on the edge und so. Der hätte den Typen genauso aus dem Auto rausgezogen. Genau, aber deswegen lief es ja in der Ehe nicht gut, weil er ja eben so ein Weichein, so ein Schlappschwanz war und auch seine Frau nie mal richtig rangenommen hat und seine Ehe lief ja auch schlecht und das Verhältnis zu seiner Tochter war ja auch uncool, weil er so uncool ist und er musste jetzt mal der coole Killer kommen, der halt so ein bisschen mehr den Anteil männlich und böse hat und der musste dann die Familie also ein bisschen wieder zurechtrücken und die Frau annehmen und die Tochter mal richtig. Genau, weil wenn das jetzt konsequent gewesen wäre, wie gesagt, es tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, konsequent wäre es gewesen, wenn er dann mit diesem komischen dahergelaufenen Burschi zusammen diese Tochter vergewaltigt hätte oder so. Übel, Entschuldigung, aber das... Entschuldigung, wirklich. Aber das wäre halt krass gewesen. Weiß ich nicht, es wäre schockierender gewesen. Ja, aber das war ja seine Chance in seiner Rolle jetzt da, beides zu sein. Also als Böser quasi Gutes zu tun. Also das und hat, finde ich, schon gepasst. Umgekehrt ja auch. Der Sean Archer hat ja quasi in seiner Rolle als Caster Troy eine ähnliche Situation, nämlich da in seiner Bumsbude, wo er sich gerade mit Drogen mit der Frau da gepumpt hat, wo er dann eben seinen Sohn zum ersten Mal kennenlernt, diesen Adam. Genau. Und, er ja dann auch quasi mit, ne, das ist hier dein Vater und keine Ahnung, ne, da geht's dann irgendwie auch los. Und das bedeutet ja auch, dass ja sozusagen der Bösewicht, auch wenn es gar nicht der Bösewicht ist, trotzdem zu einem guten Menschen werden kann. Und die Mutter, diese Sasha Tralala von der, wie heißt sie denn da, Gina Gershon gespielt, die ja dann auch quasi eigentlich eine böse Frau ist. Ah, die ist eigentlich gut. Die gehört ja zur Gang, die belügt ja auch Sean Archer und so. Wartet dann nur drauf, ja. Eigentlich ist es eine böse Frau. Aber sie möchte ja letztendlich, dass ihr Sohn, auch so an Haarenwachs herbeigezogen, ihr Sohn soll bitte nicht irgendwie Waffen berühren und nicht in der Welt leben, die ihm vorgelebt wird. Von seiner Mutter und auch von seinem Vater. Also als Mutterfigur sind sie halt eigentlich gleich, ob aus der bösen oder aus der guten Familie. Die Mütter wollen halt ihre Söhne beschützen. Ja. Und da ist die Frau auch total froh, dass sie ihren Mann dann oder Freund dann endlich mal auch emotional und ein bisschen gefühlvoller und netter erlebt, weil der sonst immer so böse war und ist ja ganz überrascht, dass er auch nett sein kann und dann läuft es da auch besser. Und in der anderen Familie läuft es genau andersrum besser, weil die Frau, die den Schlappschwanz hat, halt endlich mal ein bisschen rangenommen wird und so. Also so, das ist halt, ja, es ist halt diese Identitätssache, eine Win-Win-Situation, ob man jetzt böse oder gut sein soll. Win-Win-Situation, genau. Ja. Ja, ja, aber großartige Szene in diesem Hideout von den Gangstern. Also das ist die Szene, wo wir haben ja schon vorher angesprochen, Nicolas Cage-igster Moment ist wahrscheinlich dieser, wo er auf Drogen
dann da so abgeht. Ich will mir sein Gesicht greifen. Ich will es mir greifen. Großartig. Also ich war ganz baff, weil ja dieser Dietrich Hassler, der Bruder von der Gina Gershon, gespielt wird von dem Nick Cassavetes, der wiederum der Sohn von John Cassavetes ist, berühmter Autorenfilmer und wahnsinnig toller Schauspieler aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Und Nick Cassavetes hat ja tatsächlich auch eine Reihe von tollen Filmen gedreht, und zwar vor allen Dingen als Regisseur. Unter anderem halt Wie ein einziger Tag, dem James Garner, der seine seiner Frau, seiner an Demenz erkrankten oder Alzheimer erkrankten Frau, Geschichten vorliest, die aus ihrem Tagebuch stammen. Und es ist für sie immer wieder was Neues. Also ein toller Regisseur, der als Dietrich Hassler in diesem Film den Halsschuss bekommt und nach hinten umfällt und verblutet. Ah, das ist aber eine schöne Szene, wo er dann die seine Schwester halt noch irgendwie wegschickt und sich dann umdreht zu Nicolas Cage und dann sagt, wir hatten doch immer Spaß. Aber auch eine großartige Szene, was mir der Film ja nicht absprechen kann, auch wenn es natürlich platt und auf der Hand liegt oder so, eine großartige Szene, wo sie sich dann treffen, an diesem Spiegel stehen und dann sagt er, natürlich, was sollen wir tun, bla bla bla, und dann so, ja, du kannst mir nicht zurückgeben, was du mir genommen hast, ja, dann bringen wir uns halt einfach gegenseitig um, drehen sich um, zeigen die Knarren auf den Spiegel, auf ihren größten Feind im Spiegel, sehr schön, sehr, sich selbst, sehr, sehr symbolisch, großartig. Das ist wieder John Woo, würde ich sagen. Der trieft da aus allen Nähten. Ja, ich glaube auch, wenn man sagen würde, schreib eine Szene aus Face Off, dann wäre das, die bringt das alles auf den Punkt. Der Feind in mir. Kennt ihr den Film der Feind in meinem Bett? Mit Julia Roberts, selbstverständlich. Ich habe den Film nicht gesehen, aber immer wenn diese Szenen kommen, wo halt dann John Travolta als Nicolas Cage, als Cassandra Troy halt irgendwie mit der Frau dann irgendwie ins Bett geht oder so, muss ich immer an den Titel denken und wollte den Film immer sehen, weil das hat halt so eine Oldschool-Horror-Kriminal-Psychothriller-Handlung, wo sie halt einfach nicht genug draus machen. Aber vielleicht müssen wir da einfach mal, vielleicht kann da mal irgendwie so irgendein schlauer Regisseur so eine Netflix-Serie draus machen, wo diese ganzen psychologischen Aspekte und das alles so ein bisschen glaubhafter und ein bisschen krasser auch irgendwie über längere Zeit entwickelt wird. Da hätte ich Bock drauf. Ich hatte damals tatsächlich ein Cinema-Date mit einem Girl im UCI in Hürth, also zu Der Feind in meinem Bett. So lange ist es her. Okay. Ja. Beim Stu um die Ecke. Ja, du bist so still. Also das Einzige, was ich noch zu dem Film sagen muss, bevor wir hier auch wieder von mir aus zumindest zum Fazit kommen können, ist, was mich immer ein bisschen rausreißt am Schluss, sind diese unglaublich schlechten Stunt-Doubles. Oh ja, oh Gott. Das kann man kaum glauben. Das kann man kaum glauben. Weißt du, das ist so, ja, heute mappst du einfach ein Gesicht drauf und gut ist. Aber das ist ja so, diese gerade am Ende mit dem Booting und so. Genau. Und wo sie dann am Schluss, wo das Boot in diesen Ding reinfährt, in diesen Steg oder was auch immer, und dann fliegen sie durch die Luft in Zeitlupe und du hast die halt echt relativ präsent in ja, Ganzkörperaufnahme irgendwie, aber du siehst das Gesicht halt und ich dachte, wer fliegt denn da gerade durchs Bild? Die schwarze Frau. Ja, genau. Aber schau mal, dafür waren die damals schon medizinisch weiter und konnten Gesichter besser transplantieren als heute. Ja genau, aber leider konnten sie halt im Film nicht die Gesichter transplantieren, weil da hättest du auch irgendwie, wie Sascha schon gesagt hat, da fliegt auf einmal so eine übergewichtige schwarze Frau und so eine kleinwüchsige Asiatin durchs Bild und du sollst dann glauben, dass es halt irgendwie John Travolta und Nicolas Cage sind, also naja. Schon klar. Aber sonst, Stu. Ja. Hast du noch irgendwas zu dem Film zu sagen? Nur, dass ich das ähnlich sehe wie Sascha, als ich den vor 2-3 Wochen seit ewiger Zeit wieder gesehen habe, war es mir echt ein bisschen peinlich, dass ich den damals Ende der 90er so hardcore abgefeiert habe. Es gibt immer noch Sachen, die gebe ich dem Film. Die Schießereien, ich finde, es sind unglaublich gut inszeniert. Also man merkt dieses Ballettartige. Wenn es um das Emotionale geht, wurde, glaube ich, schon alles gesagt. Das ist schon ein Film, der hat halt schon die Alterspatina drauf. Ich finde es ganz interessant, dass ursprünglich Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger die Rollen übernehmen sollten. Und Til Schweiger. Die Körpergröße spielt keine Rolle. Ja. Penisgröße ist auch gleich, passt. Ja. Geil, das will ich sehen. Er hat ein paar, wie gesagt, echt schöne inszenatorische Momente. Warte kurz, wer ist dann der Psychopath und wer ist der Cop am Anfang?
sitzt dann Arnold Schwarzenegger auf LSD in diesem Raum und sagt, ich mag mir sein Gesicht greifen. Ich will das sehen, sofort. Entschuldigung. Ja. Also welche Szene ich immer noch wirklich schön finde, ist die, wo sie halt diese Schießerei haben und dabei läuft dann Olivia Newton-John Somewhere Over the Rainbow. Das ist so eine, ich nenne es mal Kunstgriff, so ein Gimmick, das kann man eigentlich heutzutage nicht mehr sehen. Das wurde einfach überstrapaziert. Das hatte ich zuletzt in diesem Guns Akimbo, wo es eine ähnliche Szene gibt, aber damals war das noch frisch und neu und deswegen gebe ich dem Film das. Aber insgesamt ist der halt echt nicht gut gealtert oder vielleicht bin ich einfach zu viel gealtert. Zu gut gealtert. Ja, daran. Ja, es ist schade. Es hat sich wirklich, als ich ihn geguckt habe, angefühlt, als müsste ich einen alten Freund ziehen lassen. Oh. Weil wir nicht auf einer Wellenlänge sind. Ja, das hat mich sehr traurig gemacht. Das ist traurig, ja. Das klang jetzt schon so ein bisschen nach Fazit. Ich kann dir einfach ein paar Mal auf den Kopf hauen und dann geht's wieder. Eva, hast du noch irgendwas zu dem Film zu sagen, bevor wir jetzt zu dem komplett wichtigen Überfazit kommen? Ja, also nur, das ist eben für mich so ein Böse und Gut und beides ist halt in einem drin und wer siegt und dass es darum halt geht und das ist halt, ja, das darf halt nicht einfach so sein, weil es zu verletzbar und zu fragil ist und deswegen muss man darum kämpfen. Mhm. Ja, Sascha, du hast eh schon jetzt viel zu dem Film gesagt. Hast du noch irgendwas? Zwei Worte. Lisa Boyle. Das ist eine Playmate aus den 90er Jahren. Die hat auch schon in dem, Film Bad Boys mitgespielt. Falls ihr euch an die Szene erinnert, wo ganz am Anfang der Porsche von Will Smith angehalten wird, weil er auch anhält, weil so eine heiße Frau vor ihm über die Straße geht. Das ist Lisa Boyle. Lisa Boyle ist halt so ein super Sex Symbol aus den, also so eine Art Pamela Anderson für Arme. Die hat nicht das geschafft, was Pamela Anderson geschafft hat, aber sie ist in diesem ganzen Film auch gerne mal Eye Candy und sie ist Cindy in der Sequenz aus dem Hideout von eben Nicolas Cage oder eben Kester Troy und das fand ich sehr, sehr schön, diese Frau da wieder zu sehen und ich musste sie dann doch mal googeln, die ist mittlerweile auch Ende 50, sieht immer noch fantastisch aus und sie hat mir damals also wirklich so, das ist so ein bisschen so ProSieben Soft-Erotik irgendwie. Gratuliere. Das fand ich ganz schön, aber das nur am Rande. Wo ist sie über die Straße gegangen? Die ist bei Bad Boys über die Straße gegangen. Ein anderer Film. Ach, in Face Off war sie gar nicht. In Face Off war sie Cindy. Und zwar war sie in diesem Hideout eine von diesen Animierdamen, die da irgendwie sich räkelten. Also da gab's ja, also, das war ja so ein bisschen orgienmäßig, wo er sich dann ja auch diesen LSD-Trip verpasst und so. Also ja, das war eben Lisa Boyle. Und ja, zu John Woo muss man da eben auch nochmal so sagen. Also ich fand auch, dass der in diesem Film sein gesamtes Pulver verschossen hat. Hm. Also für mich ist das John Woos Abschied. Er wusste es damals noch nicht, aber es war seine Abschiedsvorstellung in Hollywood. Damals danach noch ein paar belanglosere Filme gedreht, wo er auch nicht mehr so aufdrehen durfte. Naja, aber bei Mission Impossible 2 war er schon in seinem Element. Ah. Das, ja, aber da war es halt... Da hat es halt leider nicht dem Franchise zugetragen. Ja, das genau. War, glaube ich, das große Problem da. Also John Woo passt auch nicht überall. Und auch das ist eben arg in die Jahre gekommen. Ja, das wäre so, wie wenn der jetzt auf einmal James Bond inszeniert, hätte ich auch keinen Bock drauf. Aber zu John Travolta muss man noch sagen, der oder auch Bruce Willis, die haben damals ja nochmal durch Quentin Tarantinos Gnaden nochmal so eine Extra-Runde drehen dürfen. Für den war das nochmal so richtig verspäteter geiler Ruhm. Der hat mit dem Film auf jeden Fall nochmal eine Punktlandung gemacht. Aber auch danach, also wenn man sich jetzt so Filme von John Travolta anguckt, das ist so wie mit Nicolas Cage. Die haben irgendwie geile Poster auf iTunes. Aber wenn du dann da reinguckst und du siehst dann einfach nur so, das ist einfach nur ein furchtbarer Firlefanz, dann will man sich das nicht mehr angucken. Also auch bei dem sank da auch schon wieder langsam der Stern. Das fand ich schon schön, wo er dann sich über sein eigenes Kinn lustig macht, gell? Ja, das lächerliche Kinn. Das fand ich schon schön. Ja, cool. Bevor wir zum Fazit kommen, Eva, wärst du bereit, mit uns einen Bad Boys Cast zu machen? Also ich selber nicht, aber... Wenn ihr euch diese Kritik weiter anhören könnt. Ich möchte gerne darauf anmerken, dass wir bei Movie Break einen Hatecast zum zweiten Bad Boys gemacht haben. Okay. Damit schon mal klar ist, wie ich zu dem Film stehe. Ja, ich hab gerade ganz vergessen, wo du vorher gesagt hast, Bad Boys 3, da musste ich kurz überlegen und dann, also ich habe den noch nicht gesehen.
weil ich da echt keinen Bock drauf habe irgendwie. Aber wenn wir so eine Runde nochmal machen, dann hätte ich schon Lust drauf. Wird ein bisschen negativer, eventuell. Stu hat ja schon gesagt. Also ich finde, der dritte Bad Boys ist der beste. Muss wirklich? Man erst drei sind. Also ich hab nicht gesagt, dass es ein guter Film ist. Ich habe nur gesagt, es ist der beste. Okay. Der beste schlecht ist. Ja, mal schauen. So, können wir die Filme jetzt bewerten und dann zum Schluss kommen, weil ich muss aufs Klo. Und meine Katze will rein, die maunzt schon. Ich muss mir ganz, ganz dringend das Leben nehmen. Ich brauche nur, glaube ich, wenn ich diese anderen Filme gucke, seelische Unterstützung eventuell. Ja, das war jetzt ja auch, das war der Plan, dass wir jetzt die Filme nochmal besprechen, so ein bisschen als Selbsttherapie, Eigentherapie jetzt danach nochmal. Ja. Also ich hoffe, das hat jetzt gut getan. Ja. Also ich kann es mir wirklich schwer vorstellen, wenn ich mir überlege, ich muss mir jetzt drei Filme angucken, auf die ich keinen Bock habe, die 25 Jahre alt sind und für mich jetzt auch nicht kennst mehr so du den Telehorst? Ja, nicht so relevant sind irgendwie. Und also das fände ich schon irgendwie, weiß ich nicht, da müsste irgendwie, irgendwo muss ein Benefit drin stecken, damit ich mir. Vielleicht findet man ja noch relevantere schlechte Filme. Ja, aber schon Chapeau, weil irgendwie, wenn ich jetzt mir auch irgendwie so ein Genre, was gar nicht meins ist, und dann sind die auch noch so alt und aus der Zeit gefallen und so, und ich müsste mir jetzt drei Musical-Verfilmungen zum Beispiel. Dich, Andi. Ja, genau, ich hab neulich erst mit meiner Ex. Das machen wir. Mit meiner Ex-Frau darüber gesprochen, über dass ich Dirty Dancing nicht gucken möchte, Pretty Woman nicht gucken möchte und da gibt's bestimmt noch irgendwie so einen dritten Film irgendwie in dieser Reihe, der für mich komplett. Aber das ist halt auch wieder Klischee, ne? Das ist ja also meine jetzige Frau hat mich vor ein paar Jahren dazu genötigt, mir Pretty Woman anzugucken. Und wie fandst du die? Wo ich mich echt langweilig komplett, also wirklich durch die Bank langweilig, ja, weil er so vorhersehbar war. Aber ist es denn auch wirklich so, dass Frauen Pretty Woman gucken, gut finden und Männer dafür stirbt langsam? Das ist doch totaler Quatsch eigentlich. Klar, das ist irgendwie. Quatsch. Aber ich finde jetzt, also Dirty Dancing ist ja aber auch kein schlechter Film. Also wirklich. Das werde ich nie erfahren, werde ich ihn niemals sehen. Oder zum ja, aber wenn du da deine Vorurteile so... Antitestosteron. Genau, nächste Testosteron-Stammtischfolge wird Pretty Woman, Dirty Dancing und noch Schlaflos in Seattle oder so. Den habe ich gesehen. Egal, ja, cool. Typisch Mann. Ja, aber bevor wir jetzt zu diesen ganzen Weiberfilmen kommen, besprechen wir jetzt nochmal schnell die Männerfilme. Entschuldigung. Mit einem ausführlichen Fazit. Also, ich würde jetzt mal anfangen. Welcher Film der drei hat den besten Mexican Standoff? Was ist das? Das ist, wenn immer mit euren zwei Personen oder mehrere sich gegenüberstehen und sich mit einer Waffe bedrohen. Naja, dann halt Face-Off. Also, The Rock hat das. Con Air nicht so richtig. Also es gibt einen, wo John Cusack und so in der Hütte stehen, aber den kann man da echt rausnehmen. Face-Off oder The Rock? The Rock hatte eigentlich mehrere, weil diese Duschraum-Szene ist ja eigentlich auch Mexican Stand-Off. Kann ein schlechter Film ein gutes Mexican-Schnickschnack haben? Auf jeden Fall. Gut, dann Face-Off. Wir sind übrigens schon bei 2 Stunden, 15 Minuten, ich sag's nur. Wir kommen gleich zum Ende. Okay. Ich hab die ganze Zeit auch so ein Déjà-vu, weil jetzt, glaube ich, Bad Boys 3 auch so ein Mexican Stand-Off hatte. Wo dann, ich glaube, Will Smith dann auch sowas sagt wie, ich kann es nicht fassen, ich habe einen Mexican Standoff mit Mexikanern oder irgendwie sowas. War das Bad Boys 3? Irgendwie? Ja, war Bad Boys 3. Ja, das fand ich schon ganz lustig, weil da steht halt mit in Mexiko, egal, ja. Aber ich würde auch sagen, bester Mexican Standoff, The Rock, wäre meiner jetzt. Ja, bin ich auch bei dir. Welcher von beiden, Duschraumszene oder, weißt schon, hier? Also die Duschraumszene ist natürlich viel intensiver, weil es ja noch so eine moralische Komponente dann noch mit reinspielt. Das ist, deswegen würde ich sagen, die Duschraumszene ging mir eher unter die Haut. Aber ich fand's schön, wie dieser, wie heißt nochmal der Baxter, glaube ich? Wie er zuerst die Waffe auf Ed Harris richtet und dann sagt, wie er schon sagte, es ist vorbei oder irgendwie sowas und dann die anderen zwei abknallt. Großartig. Entschuldigung. Stu, was ist dein Lieblings? meine Lieblings-Duschraubszene. Die aus Psycho. Josef Hart. Okay. Und welcher Film ist für euch der, Nicolas Cage, haben wir vorher schon drüber gesprochen, der steht ja mittlerweile für sein, was er expressionistisches Schauspiel nennt. Oh. Aber was ist seine Nicolas Cage-igste Rolle? Face-Off. Sascha? Ich muss auch sagen, dass die Nicolas Cage-ste Rolle von John Travolta Face-Off ist. Also Wahnsinn, alle spielen Nicolas Cage in diesem Film. Ja, Face-Off. Ja, ist ganz klar Face-Off. Hat er ja selber auch gesagt, dass das sein Lieblingsfilm ist, weil er sich da austoben durfte. Eva, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du jetzt diesen Nicolas Cage
Manierismus. Also allein schon diese Halleluja sind. Das war auch so klischee-mäßig unglaublich. Ja, nee, Face Off war am blödsten, deswegen passt das schon zu Nicolas Cage. Egal, kommen wir zum Fazit. Also jetzt mal wirklich. Ganz ernst. Ich würde sagen, Sascha, du fängst mal an und darfst eine Wertung und ein ganz, ganz kurzes Fazit, warum du die Filme so bewertest, wie sie bewertest, und dann eine Punktzahl von 0 bis 5 goldenen Knarren. Naja, ich mach's mir jetzt mal ganz einfach. Also ich hätte jetzt gedacht, nachdem es hieß, wir machen einen Cage Trilogy Podcast, dass ich die Filme so bewerten würde, aus meiner Erinnerung heraus, Face Off auf Platz 1, Con Air auf Platz 2 und The Rock auf Platz 3. Es sieht ein bisschen anders aus. Ich persönlich empfinde Con Air als am besten gealtert, weil der halt sich die ganze Zeit nicht selbst ernst nimmt. Drüber ist komplett gegen, also die Leute sind quasi gegen ihre normalen Rollen gecastet. Das gefällt mir auch nach wie vor irgendwie gut. Der hat auch irgendwie sowas herrlich Beklopptes. Ist auch schön gemacht. Ich habe mir auch das Making-of auf der DVD mal angeguckt. Ist alles auch noch viel Handarbeit, ne? Diese ganze Landesequenz am Ende in Las Vegas ist wirklich mit Modellen gebaut und so, also richtig toll. Also deswegen konnte er, würde ich sagen, Platz 1 jetzt gefühlt, nach wie vor ein toller Film. Platz 2 The Rock, auch wenn er von Michael Bay ist, den ich damals noch nicht als so verbrannt empfunden habe, einfach nur durch diesen Besetzungscoup des Sean Connery, der echt nochmal so den James Bond spielen darf, den in die Jahre gekommenen The Dark Knight Returns James Bond, großartig. Gefällt mir auch nach wie vor ganz gut, auch wenn er mit seinen hurra-patriotischen Eskapaden doch durchaus irgendwie Abstriche von mir bekäme. Und leider wirklich Face-Off, der ist sehr, sehr schlecht gealtert. Ich finde ihn einfach nur albern, blöde, ertrage weder das Overacting von Nicolas Cage, dem man echt mal sagen müsste, dass man in Stummfilmzeit natürlich anders geschauspielert hat, weil man seine Sprache nicht nutzen konnte. Jetzt lass ihm doch seinen Spaß. Und auch John Travolta ist in diesem, er ist einfach ein lausiger Schauspieler, das merkt man in diesem Film auch nochmal ganz grandios. Es ist einfach vom Studio zusammengecastet, Dilettanten unterwegs. Der Film gefällt mir jetzt im Abstand auch am allerwenigsten, mit ein paar wirklich guten Sequenzen und Szenen. John Woo konnte damals sehr, sehr toll Action-Ballettartig inszenieren. Also deswegen, ganz vergeigt ist er nicht, aber als ich mir den angeguckt habe, da ging es mir so wie euch auch. Mir war es ein bisschen peinlich. Kannst du noch ganz kurz, weil wir müssen jetzt, wie gesagt, es gab ja schon viele Abhandlungen, es wurden Bücher darüber geschrieben, vielleicht nicht, aber ist ja auch egal, welcher dieser drei Filme jetzt wohl der beste ist. Gib mir noch eine Punktewertung raus, weil wir müssen es jetzt hier mal definitiv, weil wir sind eine sehr kompetente Runde, wir haben das jetzt alles philosophisch, wissenschaftlich alles besprochen. Deswegen, wenn jemand fragt, welcher ist der beste, dann haben wir jetzt die Antwort. Deswegen müssen wir das jetzt wirklich auch wissenschaftlich noch ausrechnen. Skala. Genau. Deswegen kurze Wertung von 0 bis 5 jeder Film. Ich schreibe mit. 4 wäre Con Air, 2 wäre The Rock und ja, so einen pimmeligen Scheißpunkt würde ich dann doch nochmal an Face-Off vergeben. Einen pimmeligen, ja. Okay. Ich würde jetzt erstmal zu Eva fragen, nochmal kurz, wie fandest du die Filme, was gibt es für eine Bewertung und warum? Ja, also ich finde die sehr schwer auseinanderzuhalten, weil ich sie erstaunlich ähnlich finde. Das kommen halt immer wieder die gleichen Muster vor und die gleichen Moralapostel-Dinger da. Also Con eher fand ich noch am erträglichsten, zwar auch homophob, aber jo. Also ich fand alle drei einigermaßen, die waren alle irgendwie jetzt nicht langweilig, aber jetzt Con eher würde ich 3 Punkte geben vielleicht. The Rock war irgendwie manchmal noch ganz witzig, aber halt dieses Patriotentum war unerträglich. Also von der Geschichte und Face-Off, weiß nicht, Face-Off 1 Punkt, The Rock 1,5 und Con eher vielleicht 3. Okay, dann Stu. Ja, ganz vorne Con Air mit 3,5 von 5. Dann doch abgeschlagen The Rock mit 2,5 und Face Off gebe ich gnadenvolle 2. Okay. Ich bemerke einen Trend, den ich nicht ganz anschließen kann. Ich finde jetzt nach dem Gespräch, ich kann das schon nachvollziehen, weil Con Air nimmt sich halt am wenigsten ernst und die Filme soll man auch nicht ernst nehmen und das ist eigentlich auch der Plan. Ich finde aber trotzdem durch die Musik und auch den ambivalenten Bösewicht hier und Ed Harris und der Cast, also mir hat The Rock immer noch am besten gefallen, dem gebe ich 4 Punkte. Ich muss mal mitschreiben. So. Und irgendwie finde ich durch diesen
Plot, der mich so ein bisschen an Horror, Psychothriller erinnert hat. Man hätte da viel mehr draus machen müssen oder können. Es war halt leider John Woo, der sich eher auf die Action konzentriert hat und weniger aufs Psychologische. Deswegen fand ich Face Off eigentlich schon cool, obwohl ich es leider ein bisschen verschenkt fand. Wie gesagt, Netflix-Serie bitte, mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone am besten. Dem gebe ich 3 und Con Air, wie gesagt, der nimmt sich am wenigsten ernst, aber ich finde ihn trotzdem immer noch am langweiligsten, weil irgendwie gebe ich dem 2,5. So, dann hätten wir das. Dann mache ich jetzt eine kurze Rechenpause, warte kurz. 2 und 4. Also kommen wir zu einer Wertung von Con Air mit 13 Punkten, The Rock mit 10 und Face Off auf dem letzten Platz mit 7. Puh, dann hätten wir dieses wichtige Thema ausführlich behandelt. Crazy Unterschied. Hätte ich nicht gedacht, aber da kann ich jetzt auch nichts dagegen tun. Wenn ihr was dagegen tun wollt, schreibt es in die Kommentare. Ja, stimmt ihr uns zu, stimmt ihr nicht zu? Wir können jetzt auch nochmal den Social Media Beauftragten Stu. Also ich glaube nicht, dass es sich irgendjemand irgendwie bis zum Ende angehört hat, aber Stu, du darfst gerne nochmal darauf hinweisen, wo man den Telestammtisch hören kann und warum und überhaupt. Im und Internet. So. Okay. Bewertet uns bei FIT, bei Deezer, bei Spotify, bei YouTube. Bei der Aral-Tankstelle um die Ecke. Genau. Also tut mir leid, dass es so ausgeartet ist. Ich hatte vielleicht ein bisschen zu viel Bock, aber hat mich gefreut, ich dass... Ich glaube, du hast noch nicht richtig verbal darstellen können, ob dir Barock gefallen hat. Vielleicht soll ich über den doch noch ein bisschen reden. Ich halte jetzt noch einen 2-stündigen Monolog über The Rock mit mir selbst. Gut, dann gehen wir aber und du kannst ja noch. Ich schaue ihn jetzt einfach nochmal. Okay. Ich höre es mir dann an. Ich nehme jetzt einen Audiokommentar zu The Rock auf. So. Nee, also es freut mich wirklich, dass ihr nicht aufgestanden und gegangen seid während der Aufnahme. Doch, aber es ist nicht gekommen. Okay. Gut, ja, ich bin ja selber schuld, weil ich schneide den ganzen Quatsch, ja. Deswegen, Sonntag ist gelaufen. Ach, ich fand's schön. Gut. Ja, schön auch, dass... Also vielleicht schaffen wir es ja mal, den Testosteron-Stammtisch jetzt nicht ein Jahr pausieren zu lassen. Ja. Ja, also das wäre natürlich auch die eine Sache, da nochmal irgendwie einen nachzulegen. Auf der anderen Seite nehme ich auch die Herausforderung an und schaue mir ganz gerne mal ein paar östrogengetränkte Filme irgendwie an. Vielleicht kann man ja mal so einen Mix mal machen. Und das müssen ja auch nicht immer schlechte Filme sein. Hallo? Also jetzt, es liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also so gesehen war das jetzt auch nicht, es war jetzt nicht so wie damals der erste Stammtisch von uns, dass wir gesagt haben, wir gucken uns jetzt Perfect Web an. Also das. Aber stört euch das nicht, wenn das patriotisch ist und homophob und frauenfeindlich? Nö. Ah ja, okay, ja, gratuliere zu diesem Weltbild. Ach, habe ich auch nichts mehr zu tun. Ich als weißer Cisgender-Mann finde das okay. Ja. Ja, es liegt im Auge der Sicht. Naja, The Rock ist ja, also ich meine, The Rock, da hängt schon mal eine Amerika-Flagge ins Bild oder so, aber es ist ja auch sehr regierungskritisch. Ja, es wird ja von illegalen Regierungskritisch. Illegale Schmiergeldfonds, des CIA und so, also wirklich, das ist ja schon sehr, sehr... Naja, also Michael Bay ist ja nun bekannt dafür, dass er auch unterstützt wird vom amerikanischen Militär, weil er die ja immer gut auch dastehen lässt. Wobei er ist nicht der einzige Filmemacher. Ne? Das Militär unterstützt auch Marvel-Filme sehr gerne. Ja. Nur weil Trump die Filme auch mögen würde, heißt das ja nicht, dass sie schlecht sein müssen, ne? Genau. Nee. Ja gut, wollen wir jetzt nicht auf einer zu negativen Note enden. Wir können uns ja noch außerhalb dieses Podcasts mal besprechen, was wir da mal gerne mal wieder machen wollten. Wie gesagt, der Östrogen-Podcast-Stammtisch ist natürlich auch eine gute Idee. Aber machen wir jetzt Schluss, oder? Ja, machen wir Schluss. Tu mal einen Keks essen. Es liegt an dir und nicht an mir. Okay. Ich habe noch eine Stunde Zeit bis zum nächsten Podcast. Nein, egal. Gut, ja dann vielen Dank nochmal an euch, liebe Zuhörer. Ihr wisst jetzt, welcher dieser Holy Cage Trilogie der beste ist, obwohl es nicht meiner Meinung entspricht. Beuge ich mich eurem Schicksal, eurer Wertung. Folgt euch. Und von mir, ich sage jetzt Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Regen fällt, Hans Zimmer Musik ertönt und wir sehen General Hummel, wie er das Grab seiner Frau besucht. Er legt seinen Orden nieder. Quatsch.